Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass Sie da sind zur neuen Ausgabe Rage of Empires. Wir haben heute sturmfrei. Sturmfrei. Hey, Papa ist nicht da, wir haben sturmfrei. Wir können machen, was wir wollen. Es wird eine verrückte Folge, Leute. Bleibt dran. Mach nicht wieder Stuhl kaputt. Nee, ich geh runter jetzt. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Abend. Die Erdnussflips sind schon ausgepackt. Mara hat keine Schuhe an. Heute ist alles möglich. Nee, alles ist möglich. Es ist alles möglich. Marco, Papa Giesel ist heute nicht da. Der muss nämlich arbeiten heute. Der ist nämlich wichtig für YouTube unterwegs, damit ihr in Zukunft noch bessere Videos bekommt. Dafür ist Donny da. Hallo Donny, du bist zurückgekehrt. Da ist er! Hallo. Da ist er doch. Da oder da? Ihr kennt ihn vielleicht aus seinen Age of Empires Streams. Heute hat er sich mal dazu herabgelassen, auch in diese Sendung noch zu kommen. Schön, dass du da bist, Donny. Ja, danke. Gut, dass du es ansprichst. Du weißt, mein Schedule ist voll. Aber heute konnte ich nochmal die Arbeit reindrücken, ja. Wir haben ja heute was Fantastisches vor. Wir haben heute, Freunde, wir machen heute mal, weißt du, es gibt ja die T90-Challenge. Es gibt irgendwie Nili, das mit den Villagern. Ich weiß nicht, ob das seine Idee war. Auf jeden Fall machen die alle ihre Dinger, ja. Und wir haben doch hier eine kreative Kraft. Wir sind doch hier am Puls der Zeit. Deswegen haben wir heute auch mal eine eigene Idee. Und vielleicht etabliert sich ja diese Challenge. Wir haben uns nämlich was überlegt, liebe Freunde. Und das würde ich euch gleich mal vorstellen. Mara und Florentin spielen gleich unsere eigene Idee, die sogenannte Tetris-Challenge. Oh! Tetris-Challenge, mag sich der ein oder andere gerade denken. Was ist denn das? Donny, was? Verstehe das nicht. Was ist das? Kein Problem, beruhig dich, komm ran. Lass dich erstmal umarmen. Und ich zeig's dir. Ich habe nämlich heute tatsächlich auch eine. Also, der Giesel guckt ja von zu Hause gerade mit seinem Kaffee da. Liegt er wahrscheinlich nackt mit Weste und Kaffee in der Hand irgendwo und lässt sich irgendwie massieren oder sowas. Der guckt natürlich. Und der würde jetzt sagen: Ach, weißt du, die machen ja auch, die geben sich ja auch ohne mich Mühe. Ich habe nämlich eine Grafik vorbereitet, liebe Freunde. Oh. Wenn die Regie mal so freundlich ist, meinen Rechner abzufangen hier, dann können wir das mal sehen. Hab ein kleines Logo gemacht, ja, die Tetris Challenge. Und zwar möchte ich die jetzt gerne mal erklären. Ja, es ist nämlich eigentlich vom Prinzip her recht einfach, aber es ist ein bisschen tricky zu erklären. So, erstmal merke ich gerade, dieses Screen. Im Chat haben schon Leute erraten. ich merke gerade, dieses Screen bringt eigentlich gar nichts, außer dass ich das Logo ein bisschen größer zeigen kann. ich kann auch mit der Maus, ihr seht ja meine Maus. Und zwar, keine Sorge, gleich kommen noch weitere Screens, die es ein bisschen besser veranschaulichen. Aber folgende Challenge spielen die beiden jetzt. Wir haben uns gedacht, wäre es nicht witzig, wir haben es selber und Sky ist noch nicht mal ausprobiert. Wir wissen also nicht, ob das überhaupt witzig ist oder funktioniert. Und zwar, gucken wir noch mal rein. Und zwar, ihr seht ja mit der Maus, also, wir dürfen nur, die Spieler dürfen nur Strukturen. Also, zu Strukturen gehören alle Gebäude. Kaserne, Haus, weiß ich nicht, ein Outpost, außer Wälle, also Palisadenwall und Steinwall. Alle Strukturen außer Wälle müssen stets, ganz wichtig, stets, und jetzt muss man die Maus sehen, aneinander gebaut. Die müssen sich berühren. Und man darf auch eine Ecke. Ihr fragt euch, wie sieht denn das aus? Ja, kein Problem, ich habe noch ein Bild vorbereitet. Guck mal hier mal rein. Oh, angenommen, man möchte abholzen, ja? Dann muss man tatsächlich diesen Weg gehen. Also, das ist der kürzeste Weg. Es berühren sich quasi nur die Ecken, ja. Also, es muss quasi nicht immer ein ganzes Teil überlappen. Das haben wir erst gedacht. Dann haben wir gemeint, okay, das ist irgendwie ein bisschen zu heftig. Jetzt sehe ich gerade im Chat, das hat Viper schon mal gemacht. Hau ab! Nee! Nein, das ist ein Troll, oder? Das ist ein Troll, oder? Ey, wenn da, ich schwöre euch, dass ich wusste das nicht. Die Viper, die heißt sogar Viper Challenge. Nein, die heißt die Tetris Challenge, verdammt nochmal. Und ich hab ein Logo gemacht und alles. Oh nein. Was ist das für eine Kamera? Was war das? Hä? Links. Wo ist die? Da, neben dir. Ah! Okay, mach weg. Scheiße! Ach, okay, Leute, Lel, aber ihr habt es jetzt live gesehen. Das ist ehrlich, wir wussten das nicht. Ich hab keine Ahnung. Egal, eines Tages wird es vielleicht gelingen, meine eigene Challenge zu machen. Wie eine eigene, die wirklich nach uns benannt wurde. Die Age of Empires Challenge. Mann. Eines Tages fällt uns was ein. Mann. Scheiße. Okay, Leute, geht doch mal ins Forum. rbtv, rocketbeans.de/Forum ist sowieso eure Heimadresse. Jetzt macht da mal Google daraus. Mach mal unser Forum da rein. Oder beziehungsweise unsere Website. Und den Blog, den auch Mara vorzüglich betreut. Gut, dann gibt uns andere Ideen oder Vorschläge. Haben wir jetzt gefailt? Egal, wir spielen das jetzt. Dann ey, wir spielen das wird großartig. Wir nennen es auf jeden Fall dann im Titel jetzt nicht Tetris Challenge. Doch, habe ich schon so weitergegeben.
Scheiße. Okay, also dann nochmal zur Erklärung, wie wir uns das gedacht haben. Vielleicht haben wir ja doch kleine, vielleicht ist es ja doch ein bisschen anders. Ja, die Gebäude müssen nicht berühren, man darf keine Mauern bauen. Okay, genau. Wir spielen komplett ohne Mauern, weil sonst könnte man, haben wir uns überlegt, ja tatsächlich immer so bauen. Also hier, wenn man zum Gold will, einfach eine gerade Palisade dahin, dann eins nach links, dann könnte man halt dann, da dann das Mining Camp dran docken, dann geht es. Deswegen haben wir uns gedacht, es wäre lustiger, wenn wir das wirklich so machen. Die müssen sich einfach nur berühren und zwar auch an der Ecke. Ich habe noch ein Bild vorbereitet, sehen wir hier. Das kann also auch so aussehen. Also wenn ihr dann zum Beispiel, ihr könnt auch die Häuser so bauen, warum auch immer, das hat Mara irgendwie gemacht, jetzt fällt mir gerade auf, das macht gar keinen Sinn, warum das so gebaut ist. Nee, ich habe doch einfach nur irgendwas da hingebaut. So. Aber hier in Richtung Mühle könnte man sich so hinbewegen, man könnte sich hier, man sieht am Ansatz das Stein, da könnte man sich in diese Richtung bewegen, ja. Also ihr checkt schon, worum es geht. Wir sind, also ich stelle mir das tatsächlich spannend vor, es ist natürlich ein bisschen jetzt ein Fail, dass es das schon gibt, aber ist doch egal, wir spielen das jetzt trotzdem und Mara und Florentin werden das jetzt spielen auf Arabien. Ja, und du bist sozusagen der Schiedsrichter. Du kontrollierst natürlich, ob all diese Regeln, die du gerade erklärt hast, eingehalten werden. Ja. Was ist denn die Strafe, wenn man es nicht macht? Hat man dann automatisch sofort verloren? Das habe ich ehrlich gesagt einfach nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, ihr seid einfach Ehrenmenschen und das passiert einfach nicht, oder? Nee, ich meine auch nicht absichtlich, aber jetzt, wenn man es aus Fehler macht, dann reißt man das Gebäude ab und dann passt schon. Aber dann ist GG ist ja Quatsch. Ja, oder? Okay, gut. Was machen wir denn dann? Ich meine, wir können auch sagen, man muss 5 Arbeiter töten oder sowas, wenn dir auffällt, dass man irgendwo. Okay, dann können wir das so machen, liebe Regie. Wenn ich halt quasi da irgendwie frage oder das ansage, dass man mich aufmacht, dann müsst ihr mich halt hören. Dann kann ich ja vielleicht wie so ein Overlord sagen, hallo. Du kannst ja eine beliebige Strafe deiner Wahl verlegen. Okay. Wie reißt deine Burg ab oder sowas, je nachdem. Okay. Ich meine, nee, das finde ich gut. Okay. Also ist doch unsere Tetris-Challenge, das haben wir jetzt neu. Ist doch anders. Dann so. heimlich eine Forward-Castle zu droppen, wird dann natürlich schwierig, ja, wenn du erst siehst, dass der Häuser schon dahin geht. Das stimmt. Es ist tatsächlich ganz gut, weil du kannst keine Forward-Castles bauen. Nee. Es wird halt sehr, na gut, mal gucken. Willst du einen Tausch machen? Nee, aber das geht nur einfach so in die Richtung. Florentin, ganz ehrlich, ich finde das ein Hammer-Vorschlag. Wir machen das genauso. Also die Regie ist ja eh immer, die passt ja auf. Dann vielleicht einfach nochmal gezielt darauf achten, wenn ich sage, dass man mich vielleicht aufmacht, das Mikrofon für die beide zu hören. Und dann mache ich das genauso. Dann werde ich selber entscheiden, was passiert. Also so ein Gebäude löschen oder lösch mal 4 Dorfbewohner da am Holz. Ich gucke, dass ich das einigermaßen fair mache. So. Ja, okay. Aber wir versuchen es natürlich zu vermeiden. Ja, ihr müsst ja vermeiden, weil ihr müsst ja stetig Angst haben, dass ich vielleicht auch mal sage, ihr löscht dein TC. Der Offensivmarkt ist natürlich tief in den Fingern drin. Den kriegt man so schnell nicht raus. Wenn der Angriff gut läuft, ist er drin. Ja, wir gucken mal. Also gut, ich würde mal sagen, wir stützen uns mal ins Vergnügen. Einer von euch müsste hosten. Ich hab eins aufgemacht. Und wir spielen random und bei Hunden Restart, ne? Ja. Haben wir gesagt. Genau, wir ja, genau. Ich muss mich kurz hier einmelden. Arabien. Ja, was glaubst du denn, Florentin? Gib doch mal eine Einschätzung ab. Also ich glaube, ich werde mich hoffnungslos verzetteln, werde komplett meine gesamte Base zubauen, werde nicht mehr rauskommen. Ja, und dann wird es eigentlich langfristig ein sehr unangenehmes Spiel für mich. Und normalerweise, wenn wirklich alles komplett chaotisch ist, hat Mara oft den kühleren Kopf als ich. Ich werde ausrasten und wütend werden und dann langsam aber sicher das Spiel hinwerfen und Mara nimmt sich den Sieg vom Teller und geht nach Hause. Ich glaube, ja, so wird es ungefähr laufen. Ich weiß nicht. Machen wir noch eine Werbung davor? Hä, wo bist du denn? Nö. Okay. Und Mara, wie ist deine Einschätzung? Das Dumme ist, dass man ja da nicht wallen kann und Quick-Wall und sowas. Ich glaube, das wird mit zum Verhängnis werden. Also man darf keine Wall bauen. Gar keine, wenn sie was berührt. Okay, also muss halt Quick-Wall mit Häusern. Ja, genau. Ja, okay. Ja, geht ja auch nur, wenn ein Haus schon daneben steht. Ja, also, da musst du halt ein bisschen vorausplanen. Wann wird der Gegner angreifen, wann muss ich. Es ist halt ein Slow-Wall, Mara. Okay, ich bin jetzt auch angemeldet. Und ja, also für alle Quatschfans, ihr habt natürlich jetzt Spaß, für alle Leute, die sagen, mach doch mal wieder ernsthaft, spielt doch mal ein bisschen wieder hier ESL-Level hier, keine Sorge, wir spielen nach diesem Spiel dann auch noch ein normales Spiel, obwohl sich da Mara auch irgendwie eine ziemliche Quatschmap ausgesucht hat, die wird sie dann nachher noch erklären. Aber es wird ein normales Spiel ohne komische Spielränzchen sein. Aber Leute, wir sind hier, wir wollen Spaß haben. Und wir haben Stimmfrei, wir können machen, was wir wollen. Genau. Ja, wir machen okay. Quatsch den ganzen so, Tag jetzt. Also, wir machen jetzt ein Quatschspiel auf einer normalen Map und danach ein normales Spiel auf einer Quatschmap. Okay. Wir spielen Arabia Tiny, ne? Und ganz normal. Ja. Richtig. Gut. Sehr schön. Los geht's. Jan-Tube sagt, Donny, die Sonne küsst dein Auge. Kann ich das nochmal sehen? Oh. Aber wo kommt die her? Reift. Ich versteh's nicht. Du kannst wie kann ich mich nicht mit dem Kopf in die Sonne? Hä? Das macht keinen Sinn. Das ist hier auf dem Pulli, das aber nicht aus. Hä? Das verstehe ich nicht. Warte mal.
Leute, ganz ehrlich. Okay, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen Werbung. Ah, jetzt hier. Ich hab die Sonne trollt mich, würden. Ja, genau. Alle trollten. Die ganze Welt trollt mich einfach. Okay, also ich komme jetzt rein. Ja, ja, da sind wir jetzt doch. Mehr Spiele, Lobby, Browser, Freunde. Freunde. Random, random. Alles klar, ich bin drin. Und als Zuschauer erlaubt, hast du hoffentlich angestellt, ne? Musst du jetzt mal gucken. Hast du nämlich bestimmt nicht. Nee, hast du nicht? Kannst du nochmal neu machen. Ja, danke. Ja, schön, direkt wieder neu nochmal hier. Oh, Spiele aktuali. Und if you come? Okay, jetzt, ich hab's, alles klar, jetzt geht's los. Und, ja, lade. So, dann kann man, glaube ich, jetzt schon mal zu mir rüberschalten und die Leute starten jetzt einfach und dann geht's ab. Ich habe hier alles richtig eingestellt, glaube ich, und ja, dann muss jetzt nur noch Mara das Spiel starten. Restart. Go, go! Mara! Ja. Go. So, ich bin aus bei denen. Okay, alles klar. Herzlich willkommen zu dieser Quatsch-Challenge. Ich würde sagen, wir gehen direkt einfach mal in die Lobby ein. Warum starten die das Spiel nicht? Du musst starten, ne, Mara? Ach so. Der Klassiker. Das habe ich, ja, hab ich aber auch neulich gehabt, hatte in so einer Vierer-Lobby. Oh, Portugiesisch, nein, oh, scheiße. So, jetzt lassen wir die erstmal reden. Oh, jetzt, Hallöchen, Hallöchen. Wer hat überhaupt, wer hat denn ernsthaft Scrollendrehkeit überhaupt drin? Wer lässt das denn, also, mit drin? Drin. Das ist ein D, Donny. D. Drinne. So, jetzt gucken wir mal, was die machen. Also, warum scoutet jetzt Mara mit den Villagern so rum? Die hat doch ein Schaf, verstehe ich nicht. Hör mal, was ist da los? Also, nichtsdestotrotz, herzlich willkommen zu dieser Challenge. Ich versuch's nochmal kurz in Kürze und kurz und bündig zu erklären. Ganz einfach erklärt geht es hierum, dass die beiden Spieler eine Regel haben, und zwar, dass sich jede einzelne Struktur, ob Haus, ob Lumbercamp, ob ja, vielleicht sogar ein Turm, ein Aussichtspotz, eine Baracke, Kaserne meine ich, Schießanlage, muss sich stets berühren. Und das zählt bei uns als berühren. Haben wir quasi entschieden. Weil sonst, naja, wäre jetzt nicht groß anders, wenn man jetzt hier dann auch immer dran docken müsste und so. Wir haben uns gedacht, komm, dann kann man schräg bauen, dann ist man wenigstens ein bisschen schneller bei den Sachen. So, wir gucken uns mal ganz kurz die Map an. Das ist hier Mara in Blau im Süden der Map. Ist auch mal so ein Ding, da scheiden sich die Geister. Wenn ihr mal hier auf die Minimap schaut, also irgendwie habe ich das Gefühl, da scheiden sich die Geister. Für manche ist das hier links und das rechts und das ist oben und das ist unten. Aber für andere wiederum ist das halt, das hier ist Süden, Norden, Osten, Westen. Aber wiederum andere sagen, das ist Norden und das ist Süden. Und das ist teilweise so ein Durcheinander, dass man wirklich kaum noch Gespräche führen kann. Und deswegen habe ich auch einfach kein Sozialleben, ganz einfach. So, also Mara mit den Portugiesen, natürlich ein super Volk. Irgendwie haben die sich gemacht mittlerweile. Ich glaube, am Anfang wurden die so ein bisschen belächelt. Aber ich glaube, spätestens nach den etlichen Demonstrationen von Weltmeisterspieler The Viper mit den sogenannten Oyan Guns, wie sie mittlerweile schon genannt werden. Das ist der Vorname von Viper. Und der Witz ist, die sind ja Organ Guns. Das hat ganz gut gepasst, hat er sich gedacht. Und das stimmt auch. Und hat man gesehen, dass man mit denen auch echt viel machen kann. Wir gucken mal Florentins Map an. Ah, oh, das ist. Aber das mag ich. Guck mal, das ist ein richtiger Flori. Das ist ein Florentini. Das ist eine richtig geile Wall. Der macht hier. Das ist echt stark, weil hier das ist alles safe. So, er hat die Italiener. Kurt Budovic est sur les nerfs. Er scoutet hier noch fleißig. Er hat, oh, der hat eine Kackmap. Hallöchen, Freunde. Also, naja, komplett Kackmap würde ich jetzt nicht sagen. Aber das ist schon, also beide Goldspots vorne ist schon fies. Aber dafür hat er Backwood und Backstone. Aber Tauern bringt mal gar nichts, weil selbst die Türme müssen ja quasi an ein anderes Gebäude dran. Und bis man da also sich mit Gebäuden vorgearbeitet hat, du kannst aber mal lange, laufen, du kannst mal lange bauen, du Bauarbeiter, du. Das ist ein recht langer Lör hier, will ich mal kurz aufpassen. Florentin hat schon Loom, das ist noch so ein Ding, was Florentin gerne macht. Früher Loom, komm, wir gucken uns das mal an. Ich glaube, der verkackt das hier, ich sag's euch. Passt auf. Ah, gut losgelaufen. Mein Bauchgefühl sagt mir, der verkackt das jetzt. Oh, das berührt sich. Okay, alles klar. Ja, Flori, ich sehe übrigens, also ich habe den Chat auch offen. Ihr könnt gerne euch beteiligen an der Diskussion. Und das gilt natürlich auch für die Leute auf YouTube, wenn ihr das gerade im VOD schaut. Lasst uns gerne Kommentare da.
Das freut uns immer. So, hier hat es nicht verkackt, alles klar. Ah gut, er hatte ja Lume. So, ich persönlich, meine Einschätzung ist, ich sehe Florentin hier vorne in diesem Spiel. Weil Florentin, der ist ja so ein bisschen Rain Man. Kann man kurz mal sehen im Vollbild, aber das ist einfach, guck dir dieses Gesicht an. Das ist einfach gemacht für solches Denken. Ja? Absolut emotionslos gibt er sich dieser Challenge, ja. Guck mal wieder rein. Und ich glaube, der ist einfach gut in solchen Denken. Also jetzt bei Spaß beiseite, ich meine das ernst, der Florentin ist gut in solchen Sachen. Ich glaube, der wird sich die Map vorher relativ schnell angucken und schon relativ früh lange vorausplanen, was er eigentlich machen will und wo er hin will. Ich glaube, Mara ist eher ein bisschen ähnlicherer Spieler wie ich. Ich sehe auch Mara irgendwie, keine Ahnung, eher intuitiv agieren. Obwohl, naja, Mara hat eigentlich immer eine bessere Wirtschaft auch als ich. Also in der Form sind wir uns nicht ähnlich. Aber ich glaube, von der Herangehensweise würde ich jetzt schon eher sagen, dass Mara das eher so ein bisschen spontan macht. Hier hat sie sich dazu entschieden, die Mühle hier hinzubauen. Das ist natürlich auch wirklich, das ist wirklich, die Mühle will ich, also die Mühle verstehe ich nicht. Gut, klar. Jetzt werden einige sagen, ja, Donny, ja, okay, aber Mühle braucht man ja, um Felder zu bauen, ja, okay. Aber klar, trotzdem hätte man doch jetzt hier da auch einfach so droppen können im TC. Also das sehe ich noch nicht so ganz, was da der Sinn dahinter ist. So, oh, hier wird ein. Oh, das Haus kann natürlich hier schon Probleme bereiten. Jetzt muss er einen einquartieren. Oh, nee, das macht Flunt hier eh nie, der quartiert nicht ein. Aber Mara könnte hier snipen. Wenn Mara ein bisschen aufpasst, könnte sie diesen Villager schnell snipen. Wenn sie noch einen vollen Scout hat, hat sie. Ja. Donny, sag Florentin bitte mal, er soll sein Jeans-Shirt in dem Moin Moin rituell verbrennen. Ich mag ihn ja, aber dieses Shirt ist eine ausgebürte Hölle. Chameleon sagt das gerade im Chat. Du, da muss ich dir leider widersprechen. Ich finde dieses Shirt fantastisch. Und mit dieser Meinung lasse ich dich jetzt einfach mal stehen. Aber das ist ja das Schöne an Meinungen. Jeder hat eine und meine ist meistens richtig. So, also, der Scout chillt hier auf seinem Hügel, hat sich gesagt, das ist mein Hügel. Und wahrscheinlich wird er irgendwie, ja, ich denke mal ein bisschen Walkman hören hier. Irgendwie, ja, ein bisschen Metallica, einfach mal ein bisschen chillen und jetzt geht's los. Wir haben Popcount 17 bei Mara und wir haben, nee, 18 jetzt und wir haben 21 schon bei Florentin. Ja? Das ist jetzt aber auch, jetzt geht's aber los, muss ich sagen. Jetzt hat man natürlich, okay, jetzt wird's langsam interessant, jetzt sieht man natürlich die Probleme, die auftauchen können. Diese Leute hier, die kommen natürlich jetzt nicht rüber an das Gold. Das heißt, er muss von vornherein planen, welche gehen auf der Seite das Gold holen und welche gehen auf der Seite ihr Holz. Hat er hier noch einen Teil freigelassen? Ja, hat er. Okay, also, ja, ich finde das, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hoffe, euch geht's wie mir. Ich finde das spannend, ich finde das irgendwie geil. Ah, ist echt natürlich geil, dass wir das nicht wussten, dass es das schon gibt. Ich schwöre es euch. Das Gute, ich wusste das nicht, aber das Schöne ist ja, habe ich das Gefühl, die Age of Empire Community ist doch relativ zusammenhaltend und ich glaube, wir haben da jetzt nicht dieses Konkurrenzdenken. Also so empfinde ich das auf jeden Fall. Aber ja, haltet auf jeden Fall unsere Fahne hoch, falls das irgendwo behauptet wird, dass wir das geklaut hätten, weil ich wusste es einfach echt nicht. Aber es ist witzig, dass wir die gleiche Idee hatten. Aber natürlich gilt der Credit dann den Leuten, die zuerst die Idee hatten dafür. Aber wer weiß, vielleicht mit unserer Overlord-Challenge so ein bisschen, was es ja auch schon gibt. Hat, glaube ich, T9 die so ein bisschen berühmt gemacht, ne? Sollen wir vielleicht auch mal ausprobieren, wo man quasi als Gott agiert bei Age of Empires. Also ich bin da, also einer von uns ist dann quasi Gott und kann dann auch alles steuern, auf alles zugreifen. Und in der Mitte der Map gibt es so eine Opferungsstätte oder so eine Art, ja, weiß ich nicht, wie das heißt, so eine Art Festung. Und dann kann quasi der Overlord, wenn es ich jetzt wäre, zum Beispiel einfach schreiben an alle, ich wünsche mir ein Opfer. So, und dann können die da halt da reinfahren in dieses, ich sehe die jetzt hier nicht, aber da wäre es halt in der Mitte der Map, können die da was hinbringen, zum Beispiel ein Paladin oder ein Scout oder so. Und dann würde ich natürlich sagen, oh, der Scout, mir aber nicht genug als Opfer. Und der andere bringt einen Paladin, dann bestrafe ich den, der den Scout gebracht hat und gebe dem anderen aber Ressourcen oder sowas. Ach komm. Das war sehr knapp. So, okay, also, ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich nichts verpasse. Am Anfang ist es ja noch relativ übersichtlich. Ich finde, das sieht schon geil aus. Florentin ist da einfach, der ist da einfach. So, was glaubt ihr, was ist sein nächster Plan? Wir gucken mal auf diesen Willcount von, da haben wir schon 27. Er kriegt wieder die Nahrung nicht, passt auf. Er kriegt wieder die Nahrung nicht zum Hochklicken. Der klassische, das war der Seufzer, der Florentinste, ich krieg keine 500 Nahrung mehr, Seufzer. Aus irgendeinem Grund. Das ist geil. Wollen wir mal Florentin. Bei Florentin, wenn Florentin Age of Empires spielt, könnte er genauso gerade an der Bushaltestelle warten. Guck mal. Ja. Genau, nachher noch ein bisschen Schinken kaufen. Genau, noch ein bisschen Butter brauche ich auch noch.
Okay, jetzt geht's hier aber los mit der Kaserne, du. Kaserne wird gebaut. Ich gehe mal davon aus. Oh, hier kann natürlich nicht gequickwalled werden, aber gut, hier ist eh nichts zu holen. Ich gehe mal davon aus, Flohenteam wird Ritter bauen und wird dieses Spiel gewinnen. Da gehe ich jetzt. Warnschuss. Gehe ich jetzt einfach mal aus von. Das könnte tatsächlich schneller vorbei sein, als wir denken, Freunde. Es ist sehr einfach, die Base zu finden, Mann. Du musst nur den Gebäuden folgen. Ja, also das ist irgendwie einfach zu finden. Also, ihr kennt mich ja beim Kommentieren. Ich bin ja dann auch immer so ein bisschen schnell mit meinen Meinungsänderungen. Aber gerade bin ich, also sehe ich nicht, weiß ich nicht, wie Mara das aufhalten soll, wenn jetzt hier, ne, also noch relativ weit entfernt vom Hochklicken, während Florentin deutlich näher dran ist, ja, ans Hochklicken in die Ritterzeit. Und er spielt halt ein Fast Castle, ne? Dann wird jetzt ein bisschen Nahrung fehlen und so. Ich mal gucken, ich denke mal, er wird jetzt einen Marktplatz bauen. Da werde ich jetzt mal ganz genau aufpassen, wo er die Sachen hinbaut. Oh, eine Schießanlage, Freunde. Das ist ja mal jetzt. Okay, dann wird's doch spannend. Also das verstehe ich nicht. Warum baut er denn eine Schießanlage? Habe ich überhaupt die Völker eigentlich kommentiert? Ja, Portugiesen gegen Italiener. Also das finde ich interessant. Ich glaube, mit Rittern wär hier besser. Ja, das passt einfach besser. Oder? Obwohl, vielleicht denkt sich Florentin, die Schmiede ist auch abenteuerlich hier, ist eine Panikschmiede. Vielleicht denkt sich Florentin, vielleicht ist der Ansatz gar nicht so doof, vielleicht denkt er sich, mit Rittern kann ich vielleicht durch diese Gebäudestruktur nicht so schnell irgendwo rankommen. Und dann denkt er sich, ja klar, wenn ich hier ein paar Bogenschützen hin tue. Ja, doch, das wird seine Logik sein und die ist gut. Ja. Ich bin also quasi mindestens genauso schlau wie Florentin und das heißt schon was. So, dieser Scout ist einfach komplett desorientiert. Da ist irgendwas komplett falsch gelaufen. Vermutlich in der Kindheit. Weiß nicht, was mit ihm los ist, aber der ist irgendwie nicht normal. Jetzt geht er wieder weiter. So, Mara, also hier, ne, Flohenteam baut noch eine zweite Schießanlage. Ich guck mal, aber da schon ein bisschen, was hat er da drin? Wahrscheinlich irgendwann Schützen. Jawohl, drei Stück. Auch der Klassiker, klassischer Fehler, den ich auch gerne mal mache. Flohenteam baut eine zweite Schießanlage, hat aber eigentlich noch gar nicht die Wirtschaft oder die Ressourcen, um aus zwei Schießanlagen konstant zu produzieren. Obwohl, ja, jetzt kommt es doch langsam rein. Ja gut, habe ich doch, ja. Ja. Das Schöne ist, wir machen Fehler und wir erkennen sie gleich, Freunde. Wir lernen hier. Das ist ein Learning. Learning by doing, sage ich immer. Psycho-Scout geht weiter die Ecken ab. Ja, Mara ist bei dieser Mühle geblieben im Endeffekt. Gut, man hätte hier ein Haus und da ein Haus und eine Mühle bauen können. Das wäre vielleicht besser gewesen, aber gut. Punkte relativ ähnlich. Mara hat die Portugiesen. Sie hat relativ viele Optionen. Sie könnte natürlich Orion Guns machen. Wo sind sie denn? Porto? P, Leute! Da. Kann alles bauen, Arbalisten, leichte Karriere, sie hat Elite-Plänkler, Hellebards, also die haben Champs, also die haben schon richtig viel. Ein sehr gutes Volk eigentlich. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt Florentin mit seinen Archerlein. Mit Fletching. Ja. Geht er mal los und sagt sich, Hallöchen, Popöchen, ich bin's Florentin. Ich komm rein und zerstöre dich, wenn ich darf. Und dann sagt Mara, nein, darfst du nicht. Geh weg! Ich mag dich nicht! Und so weiter. So, ich denke mal, dieses Haus dient einem weiteren Lumbercamp. Hier würde ich mich freuen drüber. Obwohl, nee, da kommen die gar nicht mehr raus. Das Haus ist, glaube ich, ein Fehler gewesen. Sie hat jetzt diese Dorfbewohner gerade eingewallt. So, wenn Florentin jetzt hier hinkommt, kann er super viel knuspern. Ja, jetzt hat sie es gemerkt. Okay, gut. Das hat sie gemerkt. Aber jetzt sehen wir, jetzt wird es langsam spannend. So, wie reagiert jetzt Mara auf diesen Angriff? Sie hat selber noch gar nichts. Baut sie denn? Entschuldige, das ist dieser HD-Fehler, der, wenn man auf Mara geht, hüpft er zu Florentins Base und umgekehrt. Ja, sie baut gerade nichts, aber Florentin macht einen Fehler, hier nicht da zu bleiben, glaube ich. Ich glaube, der könnte da wenigstens mit, also ich würde es so machen. Ja, das macht er jetzt hier, guck mal. Also hier drei, vier Stück einfach nur postieren auf Standing Ground. Dann kann man die nämlich komplett vom Gold abhalten und dann mit denen weiter stressen. Das macht er jetzt auch. Sehr schön. So, Mara ist, glaube ich, einfach nur am Hoffen, bitte, 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 mach, dass ich schnell in die Ritterzeit komme. Aber Florentin müsste jetzt auch hochgeklickt haben. Nee, hat er noch nicht. Okay. Aber ist jetzt kurz davor. 620 Nahrung, 195 Gold. Das wird jetzt schnell passieren. Aber Mara wird vor ihm in der Ritterzeit sein.
Macht jetzt auch Bloodlines, wie wir sehen unten. Also hat vor, Ritter zu spielen. Beziehungsweise, ja, Ritter auf jeden Fall. Sie hat ja keine Schießanlage. Hat auch zwei Ställe. Jetzt kommt noch ein Stall. Nee, also zwei Ställe hat sie, okay. Entschuldige, ich muss kurz was trinken. Mir fällt gerade auf, Florentin macht nicht so viel Damage, wie er, glaube ich, machen könnte. Das liegt vielleicht auch daran, dass Florentin nicht so oft Schützen spielt. Das meine ich jetzt gar nicht so despektierlich oder aus Witz. Es ist einfach so, das Gefühl, Florentin spielt nicht so oft mit Schützen und weiß nicht genau, wie er mit denen gut harassen kann. Da liegen ihm Ritter mehr. So, jetzt müssten die Ritter langsam kommen, denke ich mal. Da einer. Ja, es wird nur aus einem Stall produziert, aus irgendeinem Grund. Er hat aber... Jetzt kommt da Speer raus. Hat sie sich da verklickt? Hm. Ein Ritter und zwei Speer. Weiß nicht, ob sie sich da verklickt hat, denn die... Die können den einen Ritter... Naja, aber die werden schon sehr leiden. Ich glaube, ja, der macht... Der Ritter räumt jetzt hier auf. Er hat noch keine Upgrades auf den Ritter. Also die Speer verstehe ich nicht. Ich glaube, da hat sie sich verklickt, Freunde. Oder hat sie die Ressourcen einfach nicht gehabt? Hm. Komisch. Und dieser Speer ist irgendwie immer noch am Leben. Das wird Mara verlieren, wenn Florentin das gut microt. Ja, auf jeden Fall. Hm. Interessante Entscheidung auch mit den Scouts. Das verstehe ich nicht. Das will ich auch nicht verstehen. Da stelle ich mich auch quer. Da bin ich auch mal stur, Leute. Das war eine Quatschentscheidung, da Scouts zu bauen. Muss sie mal nachher erklären. Lasst uns unbedingt die Frage merken, warum sie... Alter, das geht mit dem ab! Ist der so stark? Also, sie hat auf jeden Fall eine Menge aufgeräumt, aber ich glaube, auf Dauer ist jetzt Scouts natürlich... Sie baut immer weiter Scouts, ich weiß nicht... Okay, gut. Das wissen wir jetzt einfach nicht. Florentin geht frech vor mit seinen zwei Speerkämpfern. Mara ist immer noch nicht auf Gold. Sie kann jetzt nicht an Gold kommen. Und ich glaube... Ja, ich sehe es gerade im Chat, danke. Ich bin aber tatsächlich selber auch gerade drauf gekommen. Der Chat ist gerade fleißig am Schreiben. Natürlich habt ihr recht, Florentin hat ja das Gold denied. Und deswegen kann sie nur Scouts bauen mit Nahrung. Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass man dann trotzdem nicht unbedingt das Geld, also die Scouts bauen muss, weil sie kommt ja, er kommt ja nicht in ihre Base. Ich denke mal, eine Schießanlage und ein paar Plänkler wäre schlauer gewesen. Das macht sie jetzt, anstatt einfach trotzdem da Scouts zu bauen, die einem nicht so viel bringen. Aber gut, das ist natürlich Ansichtssache. So, Florentin ist jetzt deutlich im Vorteil. Ich guck mal, wie viel will's. Er hat 46 zu 31 für Mara. No gold, no knights, sagt Wiesel-Senpai. Da hat er absolut recht. So, oh, guck mal hier. Florentin jetzt auch natürlich ein schönes CC. Und ich muss jetzt auch mal vor allem, darf ich nicht vergessen, meine Aufgabe als Schiedsrichter. Ich muss auch mal echt ein genaues Auge drauf haben, ob sie jetzt mal was verpeilen. Denn langsam, guck mal hier, auch ganz schön... Ganz schön frech, aber es klappt noch. Denn langsam, Freunde, kommt, glaube ich, die Phase, wo man auch vielleicht mal aus Schlampigkeit was vergisst. Aber dafür muss Mara sich jetzt regenerieren, sonst haben wir hier kein Spiel. Wenn Mara jetzt nicht irgendwie Plänkler auf die Map bringt, oder irgendwie hier, was ich nicht verstehe, ist, hier Häuser bauen, Gold nehmen. Das könnte auch gehen. Aber es ist natürlich immer so einfach von außen, ne? Von außen betrachtet ist das halt immer so einfach. Okay, also, wir gucken mal, was Mara sich. Wir sind schon auch ein bisschen jetzt für Mara, muss ich mal sagen. Komm. Von Florentin kommt auch nicht genug, muss ich sagen. Der hat jetzt schon sein drittes TC gebaut. Aber es kommen immer nur so ein paar, so ganz wenige Einheiten. Das verstehe ich nicht so ganz. Also, Mara muss unbedingt, Mara könnte auch einen Turm bauen. Hat sie die, nee, hat sie die Ressourcen nicht. Hat sie den Marktplatz? Doch, sie könnte jetzt, ja. Ich komme jetzt gerade erst auf die Idee, aber vielleicht hätte ich nicht drauf geachtet, aber hätte sie vielleicht irgendwann auch einen Turm bauen können, wieder hier einfach einen Turm, dann ist das hier alles safe. Ja, hätte auch gehen können. So, ich will Team Mara im Chat sehen, wenn ihr für Mara seid. Poxa-Codel hat es gerade schon angefangen. Ich will mal gucken. Aber ihr könnt auch Team Florentin schreiben, wenn ihr für Florentin seid. Ich will mal nur kurz mal gucken. Vielleicht können wir ein Vote machen. Können wir ein Vote machen, Regie, aber mal Ausrufezeichen wahrscheinlich. Wie geht nochmal? Ich vergesse immer, wie unsere Befehle sind. Ihr werdet bestimmt gleich eingebettet sein. Da könnt ihr mal gucken, für wen ihr seid. Könnt ihr gleich bestimmt abstimmen, wenn das jetzt gleich kommt. So, wir achten jetzt hier mal ganz penibel auf. Wir hoffen jetzt auf Fehler von Florentin. Weil Leute, wenn Florentin jetzt was verkackt, dann mache ich auch was Fieses. Dann sage ich, er soll das TC hier abreißen. Sage ich knallhart. Ja. Okay, Plänkler. Nee, das ist nix. Ich glaube, Mara ist. Nee, das ist.
alles ein bisschen panisch, alles ein bisschen. Nee. Also, dass sie hier nicht auf die Häuser-Idee kommt, das macht. Also klar, wie gesagt, es ist von außen echt einfach zu sagen und so. Und ich habe die Challenge selber noch nie gespielt. Ich weiß nicht, was man da für ein Mindset hat. Aber jetzt rein von außen betrachtet, sage ich, hier muss eigentlich jetzt zwei, drei Häuser hin und dann kann sie das Gold nehmen. Oder ein Turm. Gut, sie hat die Ressourcen immer, auch immer. Jetzt könnt sie aber mit dem Marktplatz ein bisschen nachhelfen, aber gut. So, jetzt, wir sehen das Wort. Vielen Dank, liebe Regie. Florentin ist gerade mit 63%. Ja, na, es kommt ein bisschen rein. Ihr könnt es ja selber verfolgen auf dem Bildschirm. Die Frage war ja, für wen ihr seid, nicht was ihr denkt, wer gewinnt. Okay. Jetzt wird hier mit Mistgabeln werden hier die Schützen. Und dann nimmt auch noch Florentin den Hügelvorteil. Das ist einfach. Florentin ist eine absolute Effektivitätsmaschine ohne Seele. Das ist einfach eine Kampfmaschine. Der T-1000 kennt gar nichts. Der F-1000, meine ich. Gibt's auch keine Gnade oder Gefühl oder so. Das ist ihm scheißegal. Er ballert einfach alles weg, was ihm in den Weg kommt. So, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Florentin, habe ich das Gefühl, ruht sich gerade so ein bisschen aus auf seinen 74-Pop. Baut irgendwie auch nicht mehr, weil im Endeffekt müsste er es nicht, Stand jetzt, könnte er einfach nichts mehr bauen an Gebäuden und nur noch Häuser sozusagen, um seinen Pop oben zu halten. Und könnte jetzt einfach nur die ganze Zeit Schützen bauen. Hat mehr als genug Holzzugang, hat Goldzugang ohne Ende hier vorne. Ja? Also im Endeffekt ist das ja schon GG, muss man sagen. Aber jetzt Mara mit den Rittern. Ich glaube, Mara war vielleicht etwas zu stur mit ihrer Ritterentscheidung. Also, dass sie jetzt gedacht hat, hey, ich habe jetzt von Anfang an den Plan gehabt, Ritter zu bauen. Da muss man dann vielleicht auch mal sagen, nee, die bringen jetzt nichts, komm, lass mal lieber Plänkler bauen. Und das ist leider nicht passiert. Und ich glaube, das Spiel ist mehr oder weniger beendet. Ja, das ist beendet, jetzt haben wir das gegeben. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. So, könnt ihr mich hören? Ja. Ja, wir können dich hören, Donny. Ja, also interessantes Spiel. Hat Spaß gemacht zu kommentieren. Es ist halt lustigerweise fast genauso ausgegangen, wie ich das mehr oder weniger prophezeit hat. Also, dass Florentin da ein bisschen geplanter rangegangen ist an seiner Gebäudestruktur. Ich habe eine große Frage für Mara. Ich habe mich gefragt, du hast ja hier, er hat ja das Gold denied, ne? Hier unten bei dir. Yes. So, und klar, das ist natürlich nervig und das war natürlich kacke, aber ich habe mich gefragt, du hättest ja zwei Optionen gehabt. Einmal hättest du ja hier einen Turm bauen können, zum Beispiel. Dann hättest ich hatte du ja keinen Stein. Stein hatte ich schon. War das kein Stein, okay. Und dann die andere Frage war, warum du nicht einfach hier ein paar Häuser und dann das Gold genommen hast. Ja, da war es ja schon quasi zu spät. Da kam er ja dann immer hinten an. Ja. Und das Gold habe ich relativ spät gesehen, weil ich erst dachte, okay, wo ist denn das andere? Aber das Dumme ist, dass man ja dann da unten nicht einfach sowas hinbauen kann, sondern auch dann wieder erst mit den Häusern darunter. Dann hatte ich kein Holz, weil er ja da oben die ganze Zeit mir das Holz weggenommen hat. Ach so, ja. Also es hängt dann so alles zusammen, sobald du ja einmal so die guten Spots irgendwie gesichert hast, kannst du ja nicht schnell mal eben woanders an das andere Holz gehen, weil da kommst du dann wieder nicht so gut an. Ja, ja, muss ich kurz an dieser Stelle mal ganz klein bisschen klug scheißen. Das Gold hattest du lange schon gesehen, Mara. Habe ich nämlich extra geprüft mit Gefechtsnebel. Also die Ausrede zählt nicht. Aber gut, ich wurde nicht hingeguckt. Also ich hab's nicht gesehen. Es war auf jeden Fall aufgedeckt. Aber ja, Florentin, also ich hab's gerade gesagt, du bist der F1000. Das ist einfach absolut gefühlslos, effizient, einfach hardcore. Das gut gemacht, finde ich. Also das ist so, war so geplant. Also das war schon gut. Und ich würde halt gerne ein Rematch sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du meinst, ich würde sagen, jetzt sind wir drin, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, halt, Mara hat jetzt einfach, bei der lief es einfach gerade nicht gut. Und ich glaube, es gibt so ein paar Sachen. Du hast natürlich zwei Ställe gebaut, Mara, und dann hast du halt das klassische Problem gehabt. Ja, ich habe zwei Ställe und will Ritter bauen, kann aber auch keine Ritter bauen, weil ich habe kein Geld dafür. So. Genau, dann war er ja direkt schon am Golden, von daher. Aber machen wir Werbung davor? Genau, aber dann hättest du, glaube ich, einfach früher auf Plänkler dann. Wirklich früher ein paar Plänkler und dann eben nicht so in Anführungszeichen stur auf den Rittern bleiben. Aber kann auch hier wiederum sein, dass du die Ressourcen nicht hattest. Da muss ich noch ein bisschen genauer drauf achten. Aber man muss dazu sagen, die Italiener liegen mir einfach. Ne? Also das ist einfach, damit kann ich umgehen, da fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser. Das funktioniert einfach. Ja, machen wir mal Rematch. Gerne. Okay. Was? Wirklich? Nee, ich weiß, also wenn sie das meinen,
Wenn Sie das meinen, dann habe ich schon gesehen, hier hinten, Freunde, ist ein Lumbercamp. Ich habe schon drauf geachtet, weil am Ende, Florentin, war es ja so, da waren wir dann schon ein bisschen für Mara. Ich habe dann wirklich auch gesagt, ich hoffe, dass du einen Fehler machst. Ja. Also hier, das stimmt, das ist safe. Und hier vorne, das CC ist auch safe. Ich habe das schon im Blick gehabt, Freunde. Das ist alles okay. Gut. Ich glaube, die Leute haben das hier gemeint, das sieht man auch nicht so gut. Gut, wir machen ein kleines bisschen Werbung, liebe Freunde. Und danach gibt es das Rematch Florentin gegen Mara in der Viper Snake, keine Ahnung, eigentlich Tetris-Mod, den wir jetzt quasi geklaut haben. Und ja, bleibt dran, dann geht's weiter. Bis gleich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Rage of Empires. Wir befinden uns mitten im Tetris-Mod. Ich bin sehr gespannt. Wir starten ein neues Mal Random Sifs. Haben wir Observer drin, Mara? Yes. Ja. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Aber du müsstest das noch einstellen, Donny. Was muss ich machen? Du musst noch auf Observer. Ja, genau, okay. Und Mara, diesmal dann auch Spiel starten, ne? Wenn wir dann fertig sind, ne? Okay. Okay, let's go. GLF. Hi, Leute. Komm schon, bitte. Herzlich willkommen zu Rage of Empires. Spiel 2 in unserer sogenannten Tetris-Challenge, die, wie wir auch gerade... Die Burmesen. Wir haben nicht nur gemerkt, dass es die Idee schon gibt, sondern wir haben auch gerade in der Werbung untereinander geredet und gemerkt, das ist ja eigentlich per se keine Tetris-Challenge, denn eine Tetris-Challenge wäre ja eigentlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein L-förmiges, ein L-Form mit Häusern baut und dann hier ein längliches reinlegt, dann muss man eigentlich die Sachen löschen, sozusagen. Also das wäre ja dann eigentlich Tetris, aber ich glaube, dann würden wir es zu kompliziert machen, ne? So, wir gucken jetzt mal rein. Jetzt muss mal was richtig Geiles von Mara kommen. Jetzt, Freunde, das war natürlich im letzten Spiel nichts. Da muss man gar nichts schönreden. Ja, Mara, beste Frau. Aber natürlich, da muss man dann auch kritisch sein und die privaten Ansichten mit den Professionellen dann strikt trennen. Und das war aus spielerischer Sicht einfach nicht genug. Da waren viele Fehler. Und da hoffen wir jetzt einfach, dass wir ein spannenderes Spiel bekommen. Der Ehrgeiz müsste auf jeden Fall geweckt sein, denn der F1000 in seiner extrem strengen Effizienz muss gestoppt werden. Florentin ist das Skynet von der Tetris-Challenge aktuell. Und ja, hier werden Schafe geholt und die werden einfach mal schön Richtung TC. geholt. Ja, ich habe noch einen Tipp gehabt für Mara oder eine Idee. Ich meinte, dass es vielleicht etwas schlauer wäre, in dieser Challenge eher den Scout dazu aufzuwenden, wirklich seine eigene Base weitläufig zu scannen. Oder zu scouten, wie man so schön sagt, bevor man zum Gegner geht. Denn wollen wir ehrlich sein, dieses Scout-Intel, was der Gegner macht, ist lange nicht so... Ja, wichtig wie bei einem normalen Arabien 1 vs 1 Spiel, denn ja, das ist ja alles ein bisschen verzögert und so. Da kann man dann später mal reinschauen und guckt, aha, baut er Ställe oder baut er Schießanlagen, ja. Aber ich glaube, davor muss man eigentlich nicht zwingend den Gegner scouten, sondern sollte lieber seine Base richtig ausführlich scouten und gucken und sich so mal ein bisschen so im Kopf überlegen. Wo es hingeht. Hier steht gerade übrigens Tore erlauben von Jack Stone. Bitte Tore erlauben. Die haben wir, soweit ich weiß, auch erlaubt. Das hat Florentin explizit angefragt. Aber wir haben es final nicht nochmal besprochen. Aber er hat jetzt auch keine gebaut. Deswegen gehe ich davon aus, er geht davon aus, dass die verboten sind. Ich könnte mich hier natürlich jetzt einklinken und das sagen. Deswegen machen wir direkt noch einen kleinen Vote, wenn ihr da gerade die Hände frei habt, liebe Regie. Würde mal gerne, ihr bestimmt. Dann kann ich mich nämlich auch mal einschalten. Also, soll ich mich, wie formulieren wir das? Also, ich will, dass ihr abstimmt, dass ich mal kurz was sage und sage, Tore sind übrigens erlaubt. Ansage machen, ja. Ansage machen, nein. Das wären die Optionen. Dann gucken wir gleich mal, was ihr dazu meint. Ansage machen, ja. Ansage machen, nein. Könnt ihr mir, liebe Regie, noch mal sagen? Nee, es wird ja gleich eingeblendet. Nee, alles gut. Weil ich wirklich so dumm bin und immer wieder vergesse, wie der fucking Befehl ist. Ich arbeite seit 3 Jahren bei Rocket Beans und ich vergesse immer wieder, wie das funktioniert, wie ein Voting. Also irgendein Ausrufezeichen und dann kommt da, das ist aber immer anders, bei Moin Moin ist es Ausrufezeichen MM. Hier ist es, ja, wie steht das nicht dabei? Wie machen wir das? Ah ja, Ausrufezeichen Rage, ja. Ausrufezeichen Rage, nein. Okay, also es ist deutlich, aber ich wollte es einfach nur verifiziert haben. Ich wusste, ihr sagt ja, aber ich wollte es euch überlassen. Nicht, dass es heißt, ich soll es nicht machen. So,
Könnt ihr mir jetzt das Mikrofon aufmachen? Geht das? Hallo, ihr zwei? Hallo. Hört ihr mich? Ja. Eine kleine Ansage, wir haben den Chat abstimmen lassen, ob sie das möchten. Nur als kleine Erinnerung, Tore sind erlaubt. Was ist erlaubt? Tore. Tore? Ja. Mara? Wieso? Gates sind erlaubt. Viel Spaß weiterhin. Okay. Okay, ich müsste jetzt wieder unten sein. Liebe Regie, vielen Dank. Sehr auf. Zack. Nicht nur heute. Ja, also mal gucken, ob sie es nutzen. Vielen Dank für den Hinweis auch, liebe Zuschauer. Finde ich gut. So, hier müsste mal ein bisschen weiter gescoutet werden, aber wir gucken jetzt nochmal alles in Ruhe an. Also, was haben wir denn alles noch nicht gesagt? Malia bei Mara, ein gutes Volk, gute Infanterie, haben auch Arbalesten, ja. Mit denen kann man Gibettos natürlich bauen, die sind natürlich geil gegen Gebäude. Oh, Leute, ganz ehrlich, Gibetto ist eigentlich ein richtig gutes Volk für diese Challenge, weil die sind extrem gut gegen Gebäude. Das heißt, Mara könnte natürlich irgendwie 10, 15 Gibettos bauen und dann einfach mal rumheizen und die Gebäude zerstören. Aber wichtig, das Spiel ist nicht vorbei, wenn ein Gebäude zerstört wird. Ne? Also man muss nicht sozusagen nachbauen. Das haben wir von vornherein schon ausgemacht, hätte ich vielleicht auch noch sagen sollen. Also wenn jetzt hier Florentin kommt und dieses Gebäude zerstört, dann muss Mara nicht da jetzt nochmal die Verbindung erneuern. Ja? Gibettos sind ein Volk, fragt jemand im Chat. Ach komm! Nee, die sind natürlich kein Volk. Die Malier ist das Volk, die Gibettos sind die Spezialeinheit der Malier. So, wer hat eigentlich. Oh, Birmanen, ja, natürlich mit den Arambai, auch ein gutes Volk. Guck mal kurz noch hier, Birmanen. Haben keine Arbalesten, keine leichten Kanoniere, haben Halbs. Die hat aber der Malier an sich auch. Kann man aber nicht drehen, die Scheißtore. Und Arambai, so, er will Tore drehen. Die kann man bei Bubli drehen. Ich glaube, bei HD geht das nicht, beziehungsweise man muss einen Hotkey dafür einstellen. Das ist eine gute Frage. Wenn es jemand im Chat weiß, könnt ihr es mir sagen, dann kann ich es ihm sogar sagen. Florentin. Ich habe nämlich das Problem auch schon oft gehabt. Bei Wubli, ich bin jetzt auch irgendwie umgestiegen. Ich bin jetzt einfach auch ein besserer Mensch, muss man mal ganz ehrlich sein, Leute. Ich bin jetzt auch wirklich, ja, man kann sagen, professioneller. Und ich sehe besser aus, ich fühle mich besser, ich schlafe besser. Ich bin bei Wubli, ich bin einfach ein besserer Mensch gerade. HD geht gar nicht, sagt der Chat. Tendo hat's gesagt, der weiß, der muss das wissen. Na gut, da geht halt nicht, wir haben da Pech gehabt. Bei Bubli geht das, da hat man einfach das Mausrad bei mir zum Beispiel, dann kann man das so drehen. Wird ja auch von vielen mittlerweile Age of Gates genannt, gerade bei den Profis, weil die so viel mit diesen Gates arbeiten, so um zu versuchen, irgendwie kleine Spielchen zu machen, wie irgendwie Scout einwallen oder wenn jetzt teilweise irgendwie kommen hier irgendwie Schützen entlang, der eine und der hier, der Verteidigende hat hier Plänkler, da machen die gerne sowas wie hier schnell zwei Gates aneinander andoxen sozusagen mit 2, 3, 4 HP, damit die halt dann diesen extra Bogen laufen müssen und sowas. Also, ja, aber ich weiß, wisst ihr doch schon alles. Das mal trotzdem noch für die, die vielleicht nicht sich wie ich jeden Tag die ganze Zeit. Ah, guck mal hier, schönes Gate von Mara. Den ganzen Tag Videos von Age of Empires angucken. So, also wir sind auf jeden Fall für Mara, ich auf jeden Fall, mache ich gar keinen Hehl drauf. Ich finde, das gefällt mir hier schon viel besser, was sie hier macht. Das ist auch stark, das Gate, die Gates, sehr, sehr schön. Das gefällt mir gut. Leute, das gefällt mir gut. Hat hier auch einen schönen Zugang und ich finde es auch echt cool, dass ihr das vorgeschlagen habt mit den Gates. Irgendjemand hat es im Chat geschrieben, weil ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, weil ich glaube, da können wir jetzt ein bisschen, das macht das Spiel deutlich variabler. Aber Florentin nutzt noch keine. Das macht jetzt Mara doch deutlich besser. Wir gucken mal auf den Popcount. 24 bei Florentin und 21 bei Mara. Ach Leute, das wäre so geil, wenn wir so ein richtig geiles Spiel jetzt sehen, wo es mal richtig länger geht und so. Ich habe das Gefühl, diesmal sieht's. Ich habe irgendwie ein Bauchgefühl, dass es diesmal länger geht. Irgendwie, das scheint hier gut zu laufen bei Mara. Wir müssen natürlich auch echt immer streng gucken, ob wirklich auch alles hier verbunden ist. Okay. Na, dann. Auch Wubli. Spieler müssen mal was trinken. Ja? Weiß, ihr denkt euch gerade, was? Dieser Übermensch, der trinkt? Ja. Wir können nicht alles besser. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Witz mache, weil eigentlich. Oh, ah! Was ist hier los? Warte mal. Freunde? Nee, ach, okay, das Haus ist eins verschoben. Ah! Shit, ich dachte, habt ihr es auch gesehen, aber hier ist ein Teil. Ich dachte kurz, das ist das Haus, aber das war alles richtig. Okay, also wir hoffen auf zwei Sachen. Dass Mara ein geiles Spiel abliefert und dass Florentin Fehler macht. Weil ich werde den knallhart bestrafen. Ich werde mir was Fieses ausdenken. Wir kriegen ihn noch, Donny. Ja.
Das sagt Stardust Crusader hier gerade. Geiler Name. Stardust Crusader. Und ich hoffe, du hast recht. Stardust Crusader. Commander Stardust Crusader würde ich jetzt mal wahrscheinlich vermuten. So, was macht Mara? Sie baut Schießanlagen 2 Stück defensiv. Vielleicht könnte das bedeuten, dass sie einfach sagt, hey, diesmal passe ich auf, diesmal baue ich Plänkler und bin erstmal nur defensiv. Aber sie hat, ich glaube, sie hat noch ihn gar nicht gescoutet. Kann das sein? Warte mal, das ist natürlich jetzt ein Nachteil. Das weiß sie nicht. Sie weiß nicht, was Florentin macht. Okay, das ist jetzt natürlich ein. Jetzt muss Mara. Ja, okay, wie ich schon meinte, eingangs ist nicht so wichtig. Du kannst bei dieser Challenge echt erstmal deine eigene Base scouten. Aber spätestens jetzt muss Mara rüber und gucken, was da eigentlich los ist. Weil sie ist gerade in the dark, baut Schießanlagen und weiß nicht, dass aber unser guter Florentin Ställe baut. Beziehungsweise einen erstmal. Und Schmiede. Und das wird. Der wird Ritter bauen. Jetzt baut er sich erstmal noch ein Speer und guckt sich an, was. Mara so macht. Aber er macht auch Zuchtauswahl, aka Bloodlines. Ja, das ist jetzt natürlich wichtig, dass Mara das sieht. Ich hoffe, sie geht jetzt weiter hier. Ich habe jetzt also mal den Scout von ihr auf eine Control Group gelegt. Dann können wir mal gucken. Aber sie geht. Ja, einen Schritt noch! Mara, einen Schritt! Komm! Geh da hin! Ja, nicht Scout-Kampf machen, das ist jetzt egal. Obwohl, der ist low. Sehr gut. Okay, der ist sehr low. Und jetzt wird sie sehen. Ja, ja. Come on, Mara! Yes! Das sieht sie. Geil, das hat sie auf jeden Fall gesehen. Jetzt geht sie ein bisschen nerven. Sehr gut. Mach sowas, ist gut. Das kann Mara gut. Die nervt richtig geil. Jetzt weg. Ja, das ist gut. Okay. Gut, ja. Schnurter hier. Mara könnte ein Gladiator sein, ja. Ja, Age of Empires, ja. Ist ein altes Spiel, habe ich früher auch immer gespielt. Mit Russell Crowe. In Malibu! So, kommt ein Haus, das Gold ist auch safe. Ja, Freunde, das ist vielversprechender. Hier kommt ein Marktplatz, da ist sie auch safe vor eventuellen Ritterangriffen, das ist auch gut. Baut jetzt auch eine Schmiede, höchstwahrscheinlich für Fletching. Baut Bogenschützen. Erfahrungsgemäß, finde ich, ist Donny kein Gold, sagt mir gerade hier jemand. Warum? Wer hat kein Gold? Nö, haben nur alle Gold. Das habe ich nicht verstanden. Genau, und wollte gerade sagen, ich finde Mara schon immer stark mit Schützen. Ich fand ich habe auch schon oft mit ihr Teamgames gespielt und auch gegen sie gespielt oft. Und auch kommentiert schon oft, wenn sie gespielt hat. Ich finde, die ist gut mit Schützen. Das liegt ihr gut. Auch die Meso-Völker liegen ja auch gut. Vielleicht kommt das daher. Und die sind auch alle eigentlich gute Schützenvölker. Von daher bin ich guter Dinge, dass die auch jetzt, wenn dann Ritter kommen, trotzdem jetzt Schaden machen kann mit diesen Schützen. Denn im Endeffekt muss sie ja nur Florentin vom Gold abhalten. Ganz einfach. Und ist er schon auf dem Weg hoch? Nö. Leute! Das ist gut hier! Das ist gut! Mara macht das, was Florentin gemacht hat und hält ihn jetzt vom Gold ab. Wunderschön! Da klatsche ich doch noch ein paar Mal. Hallöchen! Können wir mal das Florentins Gesicht sehen, kurz bitte? Während er jetzt gerade merkt, dass sein Spiel verloren ist. Schauen Sie in dieses Gesicht. Das ist dieses Gesicht eines Florentin-Wills, der gerade merkt, Scheiße, die macht ja das Gleiche, was ich gemacht habe. Na gut. Unten seht ihr es. Hm? So, was macht sie jetzt hier? Geht jetzt hier weiter? Aha. Das sieht gut aus. Oh, jetzt kommen Scouts, aber das reicht nicht. Ja doch, die haben schon ein paar Upgrades drauf. Defensiv und offensiv Upgrade. Wenn jetzt mal hier schön in so einen Chokepoint rein. Nee, das ist. Oh, ich weiß gerade gar nicht. Das ist relativ ausgeglichen. Die Schützen haben noch kein Defensiv Upgrade. Haben nur Fletching. Das wird Mara gewinnen, aber mit großen Verlusten. Und ich denke mal, da kommt noch was nach, oder? Wo sind denn die anderen? Wo sind denn die weiteren Schützen? Hat sie da nichts noch nachgebaut? Eieieiei. Das war jetzt irgendwie. Da hat sie ihren Vorteil verspielt. Aber hey Leute, wir haben jetzt ein richtig gutes Game gerade hier, weil der Florentin, wir kennen ihn. Absolute Schere, Stein, Papier-Spieler. Da ist er knallhart. Ja, sie baut Schützen. Ich baue jetzt einfach erstmal 100.000 Plänkler. Das ist natürlich der klassische Florentin. So,
Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier auch nichts verpasst haben. Also, was Mara gerade falsch gemacht hat, ist ganz klar nicht noch weiter nachgebaut, aber sie ist deutlich früher jetzt in der Ritterzeit. Also, Florentin ist noch weit entfernt, hochzuklicken. Und jetzt ist halt die Frage, was macht Mara? Soll sie jetzt weiterhin auf Schützen bleiben oder könnte sie können jetzt auch ein paar Ritter ballern, ne? So, und die Scouts kommen hier nicht rein und die sind auch relativ low. Also, der eine ist ziemlich low. Ah, wenn Mara das jetzt sieht, können sie sich einquartieren. Hier kommt sie nicht ran. Stark. Lücke, Donny Lücke, Age of Numbers YouTube sagt, Lücke, wo ist eine Lücke? Wo ist eine Lücke? Okay. Er sieht gerade die. Okay. Teenies nördlichste Schießanlage. Okay. Wo? Nee, das ist keine Lücke. Ah! Geil, okay, Leute, was soll ich sagen? Ihr habt recht, hier ist eine Lücke. Guck mal, die sind nicht aneinander. Nice. Was soll er abreißen? Was soll ich machen? Die drei Scouts töten. Okay? Die drei Scouts töten. Okay, liebe Regie, bitte, kann ich mal rein? Obwohl, warte mal. Nee, noch nicht. Weil der hat Sperrkämpfer. Die Scouts töten ist nicht gut. TC abreißen, nee. Warte mal, beide Schießanlagen löschen. Okay? Warte, ich guck mal, wie viel Holz der hat. Der hat 400 Holz, komm, okay. Regie, könnt ihr mich mal aufmachen? Hallo? Hallo. Hallo, hier ist der Overlord. Bitte mal Pause drücken. Einmal bitte, kurz. Wo geht denn Pause? Ich weiß nicht, wo Pause ist. Kannst du kurz sagen, wo Pause ist? Ja, da wo Pause steht, auf der Tastatur oben rechts. Okay. So. Ja. Ja, Schiedsrichter hier. Ja. Melde mich zur Stelle. Lieber Herr Will. Ja. Wir haben da jetzt mit unserer Regie haben wir noch mal ein bisschen geguckt und da kam gerade aus Köln, wurden uns Bilder zugespielt. Aha. Beim Fernsehschiedsrichter. Und gehen Sie doch mal bitte an Ihre nördlichste Schießanlage. Ja, können kann Sie ich nicht. Ich habe das Spiel pausiert. Kann gar nichts machen. Wenn man. Aber ich sehe den Vorschaubildschirm. Ja. Sie haben auf jeden Fall zwei Schießanlagen nebeneinander gebaut, aber leider ist da ein Teil dazwischen. Wirklich? Leider ist da ein Teil dazwischen. Das tut mir leid, Herr Will. Ja. Der Videoassistent in Köln hat mir diese Bilder beigespielt, deswegen entscheide ich jetzt. Ich komme damit durch. Ich entscheide hiermit, Herr Will, bitte reißen Sie unverzüglich beide Schießanlagen ab. Danke. Okay. Und wenn Sie bereit sind, weiterzugehen, drücken Sie wieder auf Pause. Ich bin bereit. Mara, bist du bereit? Ja. Dankeschön. Okay, weiter geht's. Und tschüss. Yes! Das ist Hammer. Oh, ey, Leute, vielen Dank. Chat, bleibt weiterhin so aufmerksam. Es ist echt nicht so einfach, die Sachen zu sehen. Deswegen gut, dass ihr da mithelft. Es war schwierig zu sehen. Geil gespottet, wer auch immer das war. Ich glaube, es haben mehrere gleichzeitig gesehen. Props. Auch danke an die Regie für das Vergrößern. Nice. So, ja, ich glaube, es war gut, dass wir das gecallt haben, mit denen nicht die Scouts töten, weil sie hat ja hier ihre Sperrkämpfer. Die hat sie aber verloren? Die hat die Sperrkämpfer verloren hier? Gegen drei Scouts und angeschlagen und so? Okay, das wundert mich sehr. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, Mara macht das jetzt hier kurz sauber und dann geht das. Okay, Mara ist auf dem Weg zur Ritterzeit. Ist sie schon da? Jawohl, sie ist natürlich schon da. Und, ja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Oh, jetzt komme ich da eher nicht hin. Donny kann nicht mit Macht umgehen, sehe ich jetzt schon. Ich bin betrunken von Macht. Macht auch Spaß, muss ich sagen. Das macht Spaß. Ja, ich auch. Mann, ich kam die ganze Zeit, hab das gemerkt, als ich dann offen war, der Mikro kam ich nicht. Wenn eine Lücke entsteht? Ja. Na, das weiß ich nicht. Lücken, glaube ich, darf man nicht entstehen lassen. Doch, darf man. Ich kam die ganze Zeit nicht auf das Wort. Ich wollte diesen Vergleich zu Videobeweis machen. Beim Fußball. Hab doch irgendwie gesagt, in Köln, aber dann habe ich geschwommen, weil ich das Wort nicht. Videobeweis, Videoassistent. Wie heißt der? Videoassistent. Videobeweis. Egal, weiter geht's. Egal, ihr wisst schon, was ich meinte. Der Gag ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Okay, Marktplatz wird gebaut, aber bitte weiterhin aufmerksam gucken. So, das ist fast alles. Okay. Wie sieht's hier aus? Jetzt kommen Ritter raus. Ich bin guter Dinge, dass Mara das gewinnen kann. Jetzt hat sie natürlich einen Vorteil. Ich finde, das war jetzt auch nicht zu doll mit den Schießanlagen, denn ich war ja fair und habe wenigstens vorher noch geguckt. Er hatte ja 400 Holz, jetzt hat er 700 Holz, von daher, er kann die ja nachbauen. Oh, was ist das hier? Felder zählen als Struktur. Ja, okay, gut. Das muss natürlich immer.
Oh, Chat sagt Mara Lücke. Wird mir gerade von der Regie gesagt. Ich guck mal ganz genau hin. Wo seht ihr das? Donny Lücke. Mara hat eine Lücke. Maras Lücke, Häuser unter der Kaserne. Häuser unter der Kaserne. Häuser unter der Kaserne. Wo? Wo ist da? Bin ich richtig hier? Bin ich richtig? Das ist eine Kaserne? Das hier ist keine Lücke? Das ist auch keine Lücke? Das ist auch keine Lücke? Vertut ihr euch da vielleicht? Bei... Nee, Freunde. Ich tut mir leid, aber hier ist keine Lücke. Guckt auf die weißen Ränder. Nicht aufregen jetzt. Nicht kommen mit mein Gott und so. Freunde, cool bleiben. Helft mir. Ich sehe das, was ihr gerade seht. Ich sehe... Wo seht ihr... Das meint ihr? Das hier, ne? Ja, okay. Ja, hier. Sorry, das ist aber auch ein Hügel hier, deswegen habe ich das nicht gesehen. Das ist es, was ihr meint, ne? Das ist, was ihr meint? Okay, alles klar. Bitte mal aufmachen. Hier meldet sich wieder der Videoschiedsrichter. Ach komm, ich hab das Addon nicht, Mann, ich sehe das nicht. Einmal Pause, bitte. Was ist jetzt? Frau Daniel. Oh! What? Oha. Der Videoassistent aus Köln hat mir beunruhigende Bilder geschickt. Und zwar haben sie seit geraumer Zeit eine Lücke, die mir selber nicht aufgefallen ist. Da muss ich mich als Schiedsrichter auch mal selber an die Nase fassen und sagen, das hätte mir früher auffallen müssen. Ist es nicht, aber jetzt sehen wir es. Gucken Sie doch mal das Haus südlich Ihrer Kaserne und dann schauen Sie mal diagonal ein Haus weiter drunter. Dazwischen ist eine Lücke. Ja, wieso? Da konnte ich eben nicht mal durchgehen, oder? Das ist eine Lücke hier. Was? Da sehen wir die Felder, also die Units. Darf ich gerade mal probieren, daher zu gehen? Du, ob sie da versuchen, durchzugehen oder nicht, das ist nicht mein Problem. Die Regeln sind klar, sie haben da eine Lücke, diese Häuser berühren sich nicht. Und ich habe eine Strafe natürlich jetzt gerade spontan im Kopf. Und sage, bitte reißen Sie Ihren Marktplatz ab. Sie hast einen Marktplatz? Testen. Können Sie mal bitte Pause, der Chat flippt aus und sagt, wir sollen es testen. Okay, ganz kurz. Spiel mal wieder anmachen und könntest du das bitte mal. Okay, wir spielen dann aber weiter nochmal. Ja, kannst du das mal ganz kurz gucken, bitte, Mara? Da hingehen. Okay. Ja, ich gehe hin. Ich guck. Ja, geil, jetzt greift sie an, ey. Was ist das denn hier für eine Sache? So, ich kann da nicht hergehen. Die Frau, ich klicke mit der Frau quasi mit, die jetzt da hochläuft, nach rechts. Hallo. Sie geht dann nicht her. Was okay. Ist das für eine linke Scheiße? Falsche Lücke. Keine Lücke anscheinend. Okay. Ich hab's ja noch gesagt, aber gut. Ja, weiter geht's. Spielt bitte weiter. What? Weiter geht's. Es geht weiter. Okay, das war jetzt sehr hitzig, Freunde. Jetzt geht's richtig ab hier. Ich hab ja auch gemeint, ich sehe das, aber das ist doch, als da Paul auch rangegangen ist, na, das sah doch auch, das liegt an dem Hügel hier, ne? Was ist denn, das ist schwer zu sehen. Ich glaube tatsächlich, das geht hier hoch. Das ist keine Lücke, Freunde, das ist keine Lücke. Aber wie geil das ist, die Leute, die sind ja gerade, da sind ja teilweise Leute richtig ausgeflippt. Ich werd verrückt. Oh mein Gott, wie kann das nicht sehen? Ja, nix da, das ist nämlich keine Lücke, Freunde. Ich bin der beste Schiedsrichter der Welt. So ist es nämlich. Elefanten werden gebaut. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen, aber ich glaube, es war ein Vor- und Nachteil für beide Spieler jetzt. Du kommst hier nie wieder raus. Du bist gefangen mit meinem Elefanten. Die Lücke ist a lie, sagte er. Es war echt Fake News. Fake News Chat, Leute. Aber ich bin trotzdem gerne auf eure Hilfe noch angewiesen. Aber mich hat's dann auch deutlich gewundert, dass da jetzt, weil ich habe schon auch geguckt. Die Schießanlagen, ja gut, die sind dann irgendwann entstanden, wo ich nicht da war. Aber ja, bei Mara habe ich schon geguckt. Na gut. Aber ist natürlich der Hügel ja, ein bisschen schwierig. Leute, aber alles gut, ist ja nichts passiert. War ein bisschen ungünstig natürlich für Florentin, gebe ich zu. Weil gerade sie angefangen hat anzugreifen. Aber ja, haken wir ab. Florentin versteckt irgendwas, sagt Oda. Was versteckt Florentin? Ja, okay, ist ja ganz schön. Okay, wir gucken jetzt mal ganz, wir sammeln uns mal wieder. Also Florentin, ressourcenmäßig, ja, sehr viel Holz, sehr viel Nahrung, was kaum hast du denn Gold. Für Monstereinheiten, ja, Elefanten können. Und Elefanten! Mara hat 34 Pop und Florentin boomt ein bisschen, 51. Eieiei. Mara muss jetzt mal hier mal ein bisschen sich ranhalten. Und vor allem jetzt mal ein bisschen Kasernen bauen. Oh, Kloster, sehr gute Wahl natürlich auch gegen die Elefantenreiter. Die sind natürlich, die werden hart gecountert von Mönchen. Das ist ja das Wunderschöne an diesem Spiel, dass eigentlich jede Einheit irgendwie mit irgendeiner anderen Einheit gecountert werden kann. Ich glaube, es gibt wenige Einheiten, wo man sagt, die sind einfach zu OP. Und wenn sie es sind, dann ändern die Macher von Age of Empires das dann eigentlich auch rechtzeitig. Neulich waren es noch Arambai, jetzt sind die auch wieder genervt worden. So.
Hier sehen wir eine Waffenschmiede. Okay, okay. Mara bereitet sich vielleicht auf eine. Jan-Tube sagt, Elefanten sind Quatsch mit 4 Ausrufezeichen. Muss ich sagen, ja, ist natürlich eine deutliche Aussage. Aber auch Geschmackssache, glaube ich. Warte mal, hier das Lumbercamp ist auch connected. Muss jetzt echt mal aufpassen hier. Warte mal, hey, Freunde. Freunde, 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 Freunde. Helft mir. Okay, ne, es geht noch. Geht hier so durch, ne? Die Hügel sind halt schwierig, ne? Die Hügel sind halt schwierig. Aber das ist eigentlich. Das Ding ist, ging das nicht so. Bei Wubli geht das, aber kann ich hier nicht irgendwie in eine Palisade sozusagen. Wie ging das denn nochmal? Es ging nur bei Wubli, ne? Mit Steuerung irgendwas, dann kann ich selber eine Palisade auswählen und gucken, ob man da. Warte mal. Da ist doch auch eine Lücke hier. Freunde! Das ist doch eine Lücke hier, oder nicht? Ja. Bitte mal wieder aufmachen, Regie. Lieber Herr Will. Das zieht hier oder was? Mann, ich kann es nicht. Haben ich sehe das nicht. Haben Sie eine. Können Sie bitte posten? Das zieht. Ach komm, das ist doch scheiße. Ja, ich reiß ab, aber ich kann das doch unmöglich sehen. Herr Will. Erstmal, das TC hat gar nichts damit zu tun. Wirklich? Das geht? Okay. Denn Sie haben. Obwohl, nee, ich sehe gerade, Sie haben zwei Vergehen auf einmal begangen. Ich meinte eigentlich, die Schießanlage bei dem, also du hast ja ein neues TC gebaut da unten und da ist ja eine Schießanlage in der Nähe, auf so einem kleinen Hügel, ne? So. Ja. Kannst du das überhaupt, du siehst ja das Bild, was ich gerade sehe, ne? Ja. So, und das hier ist eine Lücke schon mal. Sehen wir? Ja. Und jetzt, wo du es gerade sagst, mein Freund, was ist das denn hier? Da kann man ja auch, das Feld verrät ja, dich. Ja, aber bei TCs kann man da vorne in dem Hof immer durchlaufen. Also, jetzt werden sie aber auch noch frech. Ja, okay. Dieses TC wird bitte abgerissen. Das ist ihre Strafe. Dieses TC abreißen und dann geht's weiter. Dankeschön. Ich denke mal, das war fair. Ein ganzes TC abreißen ist natürlich für beide Vergehen, finde ich, kann man das machen. Aber guck mal, er ist noch so fair, dass er es jetzt auch noch schließt. Hier hätte er gar nicht machen müssen. Oh, kein Mensch, weil ich hab. Leute, ich bin so gerne das so Overlord. Richtig. Das ist ja unglaublich. Also, oder Gott hier. Das ist ja geil. Guck mal, wie ich die. Das ist so ein bisschen streng sein. Das belohnt sich. Guck mal, die bauen das jetzt noch fertig. Hätte er gar nicht machen müssen. Aber macht er jetzt. Obwohl, nee, macht er jetzt wahrscheinlich, damit er jetzt das TC bauen kann nochmal. Okay, gut. Die Wutz. Ja, jetzt kommen wir in den Ritter rum. Nee, Donny sich freut, sagt einer im Chat. Ich freue mich gerade richtig. Ich finde das richtig geil. Und vor allem. Dass dabei. Okay, ich muss aber anders machen, Leute. Fürs nächste Vergehen, ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht die letzten beiden Male. Ich muss mir vorher die Strafe ausdenken. Das war vorhin besser beim allerersten Vergehen. Da kann ich es auch genüsslicher machen. Da gucke ich mir, nächstes Mal gucke ich mir nochmal wirklich an, was macht Sinn, was ist fair. TC war, glaube ich, gut, aber das letzte Mal war, glaube ich, nicht so gut, was ich gesagt habe. Es war ja dann, hat sich ja als keine Lücke rausgestellt. Aber wo ich Mara gesagt, die soll ihr Marktplatz abreißen. Scheiß Petzen aus dem Chat, die das immer sehen, Leute. Ich glaube, das Marktplatz abreißen wäre nicht so gut gewesen, das gebe ich zu. Aber beim nächsten Mal gucken wir mal, achten wir mal genauer drauf. Aber Tini ist echt auch ein kleiner Schummel. Habt ihr gemerkt, wie er sich rausredet dann auch noch? Also, das heißt, ihm war der Fehler bewusst. Also, das ist wirklich. Das finde ich frech. Wir werden das nächste Mal richtig streng sein mit Florentin, weil er wirklich. Für mich ist das einfach, er wusste, dass es ein Fehler ist. Weil er sofort gesagt hat, ja, am TC sehe ich es nicht. Mann, Mann, Mann. Also da ist Mara deutlich fairer. Aber Mara hat 54 Dorfbewohner und ich glaube, Florentin wird um die 70 haben. Er ist ja da 66. Okay, sie holt jetzt langsam auf. Die Mange muss natürlich weite Wege gehen, weil hier ist ja keine Lücke. Und alle, die gesagt haben, da wäre eine Lücke. Also ihr muss ja auch mal zum Augenarzt, Freunde. Mange geil. Okay, also muss aber auch jetzt mal ein bisschen das Spiel kommentieren. Ja? Nicht nur Quatsch machen. Ah, was macht er? Ich find's geil. Ich hoffe ja auch. Ich find's irgendwie interessant. Okay, also, was haben wir denn jetzt gerade mal? Was ist eigentlich Status Quo? Hier geht irgendwas ab. Das sind ein paar Ritter, die nerven. 2+1. Fehlt noch das Defensiv-Upgrade, das letzte. Aber, ja. Nee, andersrum, ne? Hat er das überhaupt? Na, egal, was weiß ich denn. Oh, hier muss man aufpassen jetzt hier. Das ist jetzt offen, weil die Stein weg ist, aber die Häuser hat sie so gebaut. Okay, ich guck mal lieber nach überall. Okay, Florentin spielt auf jeden Fall mit Rittern. Wo ist denn hier noch was gebaut worden? Okay, hier scheint alles noch in Ordnung. Ja, die schlagen da unnötig dagegen, obwohl hier einfach offen ist. Das ist natürlich auch so ein Ding. Aber hier ein Quickwall, der geht von Mara. Aber sie wird das hier reparieren müssen. Hat sie kein Holz? Doch. Reparieren. Ja.
Da, ignorier das. Das ist. Hallo! Das. Was? Nichts trifft! Wow. Da habe ich was verpasst gerade. Der Mönch hat aber sehr, sehr viele Pfeile gedodged hier. Alter Schwede. Aber Florentin auch echt frech. Holt sich die Reliquien. Guck die an, ey. Guck ihn dir an. Hat er schon welche? Nee. Also 1, 2, 3 TCs hat er gerade. 1, 2. Nee, das ist Mara. Ja, 3 TCs. Und hier könnte sie eigentlich jetzt noch einen TC dran bauen, wäre nicht schlecht. Vielleicht einfach so, weißt du, hier eins dran oder ein Haus und dann noch ein TC, dann kann sie hier die Map ein bisschen noch aufmachen. Das wird jetzt hier interessant, ist eine schöne Armee. Oh Gott. Eine schöne Armee von Mara hier. Jetzt bitte bekehren, bekehren, bekehren. Bekehren. Okay, hatte sie keinen Glauben mehr? Okay, sie hatten beide keinen Glauben mehr. Okay, alles klar. Ja, die Armbrustschützen können das kämpfen, aber die braucht auf jeden Fall jetzt mal langsam Ballistik. Aber schön. Mara ist auf jeden Fall militärmäßig gerade vorne. Aber, ja, Florentin macht wieder die Plänkler. Geht da ab. Jetzt haben wir hier aber ein Spiel, Freunde. Sehr schön. Toll. Finde ich gut. Richtig cool auch von Mara, dass er jetzt noch sich da jetzt reingebissen hat, sich gesteigert hat, abgehakt hat das letzte Spiel. Das war einfach nichts. Kann passieren, aber jetzt liefert sie ein gutes Spiel ab. Aber trotzdem, ihr seht es in den Punkten, Florentin ist schon noch ein Stück vorne, gerade wirtschaftlich. Wir gucken mal, wie viel TCS er hat. 1, 2. Eigentlich 3. Ja, aber jetzt sind es dann nur 2. Also eigentlich hätte. Nö, warte mal, warum hat er denn aber so ein Lied? Warum hat er so ein Glied? Na gut. Hier kommen jetzt die Mönche. Verteidigungsmönche. Jetzt ist wichtig. Ja, ein bisschen. Muss die ein bisschen anders gruppieren. Genau, geh mit den Mönchen. Genau, jetzt schießt die Mönche ab. Mara, nur Mönche. Mönche, komm, komm, komm. Schieß die Mönche ab, bitte. Und bekehr hier. Bekehr, bekehr. Komm, Mara, besser, Maiko, komm. Werd wach. Das ist. Locker ein Kampf, den du gewinnen kannst. Wenn das ein bisschen früher gekommen wäre, das Micro. Jetzt muss sie weg von den Plänklern. Nee, den Kampf hat sie leider schlecht gemacht. Das hätte sie auf jeden Fall gewinnen können mit ein bisschen aktiverem Micro. Ich wäre einfach hier hingegangen mit allen Schützen, nur auf die Mönche und dann mit den eigenen Mönchen 2, 3 Ritter bekehren und dann. Ja. Gut, schade. Das war ein wichtiger Kampf eigentlich. Damit hätte sie Damage machen können. Jetzt hat auf jeden Fall Florentin gerade die Oberhand. Sie hat natürlich nichts nachgebaut zu Hause, wie ich Mara kenne. Ja, das Gold geht auch langsam aus. Da kann man jetzt nicht mehr effektiv abbauen. Ich gucke immer wieder panisch in den Chat, falls ich wieder eine Lücke übersehen habe. Aber ich glaube, es ist momentan noch alles in Ordnung. Ich glaube, die Spieler sind jetzt auch passen mehr auf, weil sie gesehen haben, die Strafen sind schon heftig. Also wie gesagt, Florentin wäre jetzt wahrscheinlich noch deutlicher vorne. Hätte er jetzt das dritte CC noch, hat er jetzt aber nicht. Naja. Aber ich weiß nicht, warum er es nicht einfach neu baut. Das hätte er auch machen dürfen. Vielleicht denkt er, er darf das nicht. Naja. So, hier sind ein paar Plänkler auf der Map. Ich denke mal, er wird sich wieder versuchen, die Reliquie zu holen. Jetzt hat er aber auch eine schon abgelagert. Ne, 2 Stück schon. Eieiei. Also Florentin geht hier offenbar. Florentin hat 3 Ritter bei seinem TC eingewallt. Das interessiert mich mal. Warte mal. Nee, hat er nicht, oder? Habe ich die übersehen? Nee, hat er nicht. Okay. Bitte auf Felder achten, wenn sie abgeerntet werden. Nee, das zählt nicht. Aber gut, naja, klar. Also, ja, okay, ihr habt recht. Man darf da natürlich dann nichts dran bauen, ne? Oh, Kamele jetzt. Für Mara. Gute Entscheidung, finde ich. Und diese Reliquie holt er sich ganz frech. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Da läuft er sogar in die Richtung weg und sagt sich so, ciao, macht's gut, ihr Idioten, ich hab die Reliquie, tschüss, whoa, nothing to see here, just walking with my relic. Ja, er hat aber gut gemacht. Mara hat's nicht gemerkt. So, also in den Feldern ist ein guter Hinweis, aber da muss man natürlich jetzt aufpassen, was heißt es dann, sie darf da nicht mehr nachbauen? Egal, konzentrieren wir uns erstmal hier auf die Sachen, die sind gerade wichtiger. Jetzt geht's wirklich ein bisschen mehr ums Micro gerade. Die Kamele ist eine gute Entscheidung, finde ich. Finde ich eine richtig gute Entscheidung. Die brauchen aber noch ein paar Upgrades. Weil die Kamele kommen natürlich mit dem Plankanker und natürlich erst recht mit den Rittern. Hier ein bisschen mehr auf Idols achten, das ist auch immer so ein Problem. Also was meint ihr sozusagen, dass sie jetzt hier. Ich würde sagen, die Felder, die werden eh nachgebaut. Also wollen wir jetzt nicht super pingelig sein, aber ich gucke, ich werde versuchen, darauf zu achten. So, hier ist alles noch in Ordnung. Aber das Geile ist, Leute, jetzt haben wir nämlich einen Punkt erreicht. Oh, ich wette, das sind doch Burg-Villager. Die sehen mir Burg-Villager-mäßig aus, okay, noch nicht. Wir haben jetzt einen Punkt erreicht im Spiel, wo es jetzt halt wirklich abgeht. Und dann passieren auf jeden Fall Fehler. Also jetzt, wenn wir uns Richtung Imperialzeit nähern und irgendwie die Map
die Maps größer werden hier und so. Oder dem Bereich sozusagen. Dann passiert das bestimmt mal, dass man aus Reflex einfach ein Lumbercamp baut oder sowas. Und da werde ich genau drauf achten und sagen, nein, reißen Sie Ihre Burg ab. Das stimmt alles. Das ist jetzt aber auch dann das dritte CC, ne? Zwei. Er hat immer noch nur zwei TCs. Ne, eins, zwei, drei, doch, dritte. Was ist das hier? Eine Burg. Okay. Hab ich's nicht geahnt, dass das Burgbauer sind? Ich hab's gesagt. Ich hab gesagt, das sind Burgbauer. Donny Loch, sagt Manuel Helmrichs. Wo? Wo ist ein Loch? Okay, kann natürlich auch ein Troll sein. Ich guck jetzt einfach beide Bases an und jetzt erstmal kurz nicht auf den Chat, weil vielleicht erkenne ich's dann selber. Aber ich glaube, ich hab noch nichts verpasst. Nein, bei Mara auf jeden Fall nicht. Nö, da ist alles in Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ajo. Das ist in Ordnung, gell? Ajo. Okay, und jetzt hier. Ich glaube, er Florentin wird den Fehler begehen. Der wird gierig jetzt. Der ist jetzt gierig, der denkt, für ihn läuft's. Oh, hat seine dicke, fette Burg da aufgebaut. Läuft mit seinen dicken, fetten Rittern da durch die Gegend. 2+2, ja, die können einiges tanken, aber jetzt kommen. Oi. Das sind zu viele für Mara. Da fehlen die Upgrades auf den Kamelen. Und die denken sich auch, ciao, mach's gut, du Idiot. Das muss er eingehen, Florentin. Das gewinnt er auch. Und das könnte hier schon dann bald vorbei sein. Eieiei. Obwohl, Mara hat hier noch einen TC und holt sich eine Reliquie. Sehr schön. Ich hab einen Wolf dabei. Er hat einen Wolf dabei, sagt er. Ja, Florentin, Größenwahn liegen ja teilweise schon echt recht nah aneinander. Die Ritter haben schon ein bisschen was gefressen, wenn er jetzt hier. Aber es ist. Na? Ja, er kommt halt hier nicht durch, ne? Durch den automatischen Gebäudewall. Sie holt sich hier ganz frech die Reliquie. Ja, abholen kann sie hier nicht, weil dann wäre es nicht verbunden. Und ich will mehr Kamele sehen. Lohnt sich auf dem Weg zur Imperialzeit. Ja, Kamele. Jetzt mal Marktplatz nutzen, Mara. Einfach mal ein bisschen. Ja, Kamele kosten ja. Kamele, ja. Guck mal kurz, was ein Kamel kostet, weil ich, hab ich ehrlich gesagt gar nicht im Kopf. Mehl kostet 55 Nahrung und 60 Gold, okay. Also könnte sie ein bisschen Stein verkaufen oder Holz verkaufen und dann einfach ein paar, weil sie braucht jetzt die Kamele. Und sie braucht vor allem auch Upgrades auf den Kamelen. Und nicht einzeln rausholen. Ich würde die jetzt erstmal noch drin lassen. Wo ist der Mönch? Der kann auch noch hier einen bekehren, wenigstens. Aber es sieht nicht gut aus. Ich glaube, ja, ich glaube, sie wird das callen, wenn sie das Imperialzeit. Bitte mach einen Fehler, Florentin, komm. Was macht er denn? Das ist auch geil. Stark. Ah, und jetzt auch noch Arambay auf der Map. Oh, bitte sag mir, er hat irgendwo ein Loch. That's what he said. Wie geil die in Gelb aussehen. Ich habe die noch nie in Gelb gesehen, aus irgendeinem Grund. Ich habe die immer nur in Blau gesehen. Weiß auch nicht, warum. Aber die sehen ein bisschen aus wie so, weiß ich nicht, so, als hätten die so ein, als wären die so Biene-Meyer-Fans oder sowas. Oh, bitte mach einen Fehler irgendwo. Komm, dann wird's, was ist hier? Nee. Das ist okay, das geht bis hier runter. Ja, ich glaube, das war's. Das ist GG. Ja. GG. Ja. Hey, schönes Spiel. Wirklich. Also schönes Spiel. Mara fand ich gut. Also gut gespielt. Dann war der Druck einfach zu groß von Florentin mit den konstanten Ritter-Raids. Das war da gut gemacht. Ich glaube, Kamele war eine gute Entscheidung. Ja, ich glaube, ich mache irgendwie keine Upgrades. Oder warum sind denn immer meine so scheiße? Irgendwie? Ja, du hast keine Upgrades drauf gehabt, genau wie du es nun sagst. Das wollte ich dir auch gerade sagen. Du hast keine Upgrades auf den Kamelen gehabt. Oder eins, glaube ich, nur ein defensiv, kann das sein? Aber das ist kein. Und es war noch zu wenig. Und der Florentin hatte ja 2+2 Ritter am Ende. Das kannst du nicht gewinnen mit denen. Aber ja, schönes Spiel. Aber hart gnadenlose Schiedsrichter. Ey, ich will die Liste der Namen an allen Leuten aus dem Chat, die da gesnitcht haben die ganze Zeit. Die da die ganze Zeit, Ja. Aber gut. Ich muss aber auch mal sagen, also Hashtag Unfairtini war heute auch am Start, weil du hast dich ja entlarvt, indem dass du ja gesagt hast, diese Stelle hier, können wir die mal abrufen, hier, wo das TC, wo hier einst ein TC, hier stand doch einst ein TC, weißt du noch? Ja. So, ja, weil du halt gesagt hast, ich habe ja gesagt, stopp, und schon hast du, ohne dass ich gesagt habe, was es ist, gesagt, ja, am TC sehe ich es nicht. Das heißt, ha! Nein, du hast weil gewusst, ich ja immer rumdengel und ich weiß, wie viel ist ein Teil, weil das scheiß TC kann man bei den Hügeln eh nicht bauen und dann weiß ich nicht, geht's nicht, weil es hügelig ist oder geht's nicht, weil es zu nah ist. Warte mal, Florentin. Ich seh das doch nicht. Warte mal, Florentin, warte mal ganz kurz. Ja, du hast ohne Grid gespielt? Ja, klar.
Natürlich. Können wir deinen Bildschirm sehen? Du hast ohne Quid gespielt, das ist doch Quatsch. Hier, dieser ganze Bereich ist der Versuch, einen TC zu bauen. Wow. Nirgendwo hier kann man scheiß TC bauen. Okay. Nirgendwo. Ganz ehrlich, da muss ich dann ein bisschen fast schon meinen Hut ziehen, muss ich sagen. Ich finde, das können die Zuschauer auch. Das ist schon nicht schlecht, ohne Grid das hinzukriegen. Da muss ich meinen Respekt zollen. Aber ich muss dann natürlich hart bleiben. Klar. Und, du, das ist deine Aufgabe, das ist nicht leicht, klar. Als Erfinder dieser Mod ist immer schwierig, die große Verantwortung zu tragen. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, denn jetzt geht's in eine andere Richtung, Quatsch. Mara, erklär du doch mal bitte. Jetzt gibt's eine richtige Quatsch-Map und zwar, am besten zeige ich die mal. Oder wollen wir vorher noch einmal Werbung machen? Ja, aber ich muss da rüber. Sehr ganz gut. Wir tauschen. Ich werde kommentieren und Mara tritt an gegen Donny. Ich wünsche dir alles Gute. Mach ihn fertig. Es ist eine Map, auf der alles möglich ist. Ja, im Grunde schon. Ich glaube, du kommst aus dem Chaos am besten raus und das ist dein Trumpf. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Und was genau es sein wird, das seht ihr nach der Werbung. Bis gleich. Zurück bei Rage of Empires. Hier sehen Sie gerade die beiden Athleten in ihrer Vorbereitungsphase kurz vor dem Spiel. Wie Florentin immer nicht abwarten kann, wenn das Intro. Das Intro ist vorbei. Eine Millisekunde, nachdem das Intro sagt, so, hallo, herzlich willkommen. Ist so geil, da kann das immer nicht abwarten, muss man drauf achten. Ja, also ich übergebe gerne das Wort an Mara kurz. Willst du mal sagen, worum es da geht? Ich muss nämlich kurz einloggen. Wir können das ja kurz mal zeigen. Und zwar ist das die Karte Best of Four Worlds. Ja, die erkläre ich dann schon. Ihr habt eh Zeit. Ja, aber Donny soll sie ja vielleicht auch mal sehen. Oder? Ja, ich will wissen, worum es da geht, auf jeden Fall. Ich habe gar keine Ahnung. Deswegen mache ich mal hier Kartensicht auf alles sichtbar. So, jetzt bin ich mal eingeloggt. Willst du dann da vorne gucken? Also ja, ich gucke vorne auf dem, genau, wenn es die Regie abgreift, dann sehe ich es. Okay. Florentin, du musst mal Freddy. Dann starte ich hier gerade mal. Dass wir das sehen können. Und zwar. So, los geht's. Ja. Ist das eine Karte, die in vier Bereiche eingeteilt ist? Wir haben zweimal quasi Gold-Sektion, wo es nur Gold gibt, eine Stein-Sektion und eine Nahrungssektion. Mhm. Man kann am Anfang, startet man mit 12 Dorfbewohnern, überall in jedem Bereich sind 3 Stück. Mhm. In der Mitte haben wir den See und du musst dir halt überlegen, wo baue ich jetzt mein erstes TC, in welchem Bereich und wie gehe ich dann weiter vor. Mhm. Und wir haben meistens in dem Nahrungsbereich auch nochmal so einen kleinen. Also du hast in jedem, nochmal einfach blöd nachgefragt, also in jedem dieser Quartale haben wir jeweils 3 Dorfbewohner. Mhm. Das heißt, insgesamt haben wir 9. 12. Okay, geil. Oh Gott, fängt schon gut an. Insgesamt haben wir jeder 12 Dorfbewohner am Anfang und wir können aber natürlich erstmal nur einen TC bauen. Mhm. Und da muss man sich quasi dann entscheiden, wo man mit den 3 einen TC baut. Und die anderen, die chillen dann einfach noch da rum oder was? Oder mit denen, was macht man dann mit denen? Du musst überlegen, was du dann mit denen machst. Hast du schon mal gespielt? Nee. Okay, gut. Also du kannst auch nicht mit den 3 oder mit allen Leuten dann quasi in eine Sektion gehen, denn du kommst hier nicht. Ah, ach so, okay, da kommt man nicht rüber. Also entweder musst du abholzen, dich durchholzen oder was auch immer machen. Ah, da kommt die wieder mit ihrem Hamburger-Scheiß dann. Man kommt irgendwie mit Petarden und so. Egal, finde ich gut. Also mir reicht die Erklärung. Okay, lass es direkt anfangen. Okay. Genau, also ich muss dann gleich nochmal reinkommen, wenn du hostest und dann. Was war das? Ich weiß nicht, was mit Florentin los ist. Florentin, erzähl doch mal einen Schwenk aus der. Wie hast du gerade das Spiel gesehen, das Overlord-Spiel, während wir uns hier das jetzt mal in die Lobby kommen? Es war sehr hart, immer zu wissen, dass einem jemand so über die Schulter schaut und einem nicht wohlgesonnen ist. Ich glaube, Donny hätte gern noch ein bisschen mehr gepeitscht, aber viel habe ich mir noch nicht gegeben. Aber ich bin sehr gespannt, wie es jetzt losgeht. Mara hat die Map sich ausgesucht und gefunden irgendwo im Dark Web, wo sie sich immer rumtreibt. Ihr müsst Farben tauschen? Genau. Flo und die nimm mal irgendeine andere Farbe, genau. Also egal, du bist jetzt links. Okay, also ich glaube, wir sind ready, oder? Okay, los geht's. Ich bin sehr gespannt. Kannst du noch Sieg auf Eroberung machen? Weil sonst kann man Weltwunder bauen. Also nicht, dass einer, wer weiß. Okay. Gut, los geht's. GLHF. Ja, herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zu diesem ganz interessanten Spiel. Wir sehen hier, wie schon gesagt, wir haben Bis man da erstmal klarkommt, Mann. Also die Frage ist natürlich. Das ist ja voll die Überforderung. 4 Quadranten. Da ist einer von dir hier. Oh, hier wird schon, also hier wird wild rumgelaufen. Wir haben Gold. Ich habe einen von dir gesehen gerade hier, der läuft hier rum. Geht hier gar nicht.
Gold-Gold-Schein Nahrung. Jetzt sieht sie so ein bisschen anders aus als vorher. Wir haben hier nochmal diesen Teich. Auf jeden Fall, Mara baut hier schon ein Haus. Sehr wichtig, da sieht man, sie hat sich schon ein bisschen was überlegt. Denn alle starten mit 12 von 0 Pop. Also man muss direkt Häuser bauen, damit sie losgeht. Donny geht erstmal straight auf Stein, hat aber nicht genug Holz, glaube ich, für direkt ein Bergabbaulager. Also man muss genau die Prioritäten setzen. Das ist eine Map, die lebt davon. Das ist mein Bereich. Prioritäten zu setzen. Ich will da das TC hinbauen. Noch wurde kein TC gebaut, alle sind erstmal nur auf Häuser. Was bitter sein kann, wenn man dann nicht mehr genug Holz hat für das TC, aber ich glaube, es geht hier los. Und Donny setzt sich hier erstmal am Gold fest, an beiden Quadranten tatsächlich. Nicht klar. Das sind überall Baustellen. Währenddessen, Mara ist hier erstmal nur am Rumdackeln, nenne ich es mal. Wir gucken mal ganz kurz rein, was sie sieht. Also alles noch so ein bisschen. Ah, und hier baut Mara jetzt ihr TC. Gar nicht so dumm, direkt am Wasser, sodass man direkt fischen kann und am Gold natürlich hier. Ich bin jetzt schon alle am Arbeiten. Ich habe jetzt erst alle Ressourcen haben kann. Währenddessen hier einige Schafe, mit denen kann sie jetzt nicht viel anfangen, außer sie baut hier eine Mühle. Also alles sehr zerstreut. Find's geil. Hier auf dem Goldquadranten von Mara noch gar nichts passiert. Ich glaube, die Einheit noch kaum bewegt, jetzt ein bisschen. Es ist natürlich interessant, weil man natürlich auf diesen Quadranten, wo nichts ist, natürlich tauern kann. Ne? Also man kann natürlich hier rangehen und tauern, braucht dafür aber Stein. Donny, momentan der Einzige, der erstmal großflächig Stein erbaut mit 3. Mal gucken, ob es hier zu tauern kommt. Mara dürfte jetzt gleich hier das Gold sehen von Donny. Aber von Donny haben wir momentan das TC hier. Er entscheidet sich für die Beeren. Also die Prioritäten legt er ganz klar auf die Beeren. Das ist für ihn die mit Abstand wichtigste Ressource. Aber natürlich hier Schwein da und Reh. Also Donny ist mit Nahrung erstmal gut versorgt. Mara entscheidet sich hier für die Fische. Wir sehen hier, der erste Fischer ist dabei. Schöne, idyllische Situation. Hier erstmal schön im Wald sitzen und schön seinen Kescher auf den Marlin werfen. Haben wir ihn wieder dabei. Marlin ist in the house. Wunderbar. Und Mara entscheidet sich also hier dazu, direkt aufs Wasser zu gehen, was natürlich weiterhin Donnys Achillesferse ist. Er kommt mit Wasser nicht zurecht und ich glaube, er hat das Wasser auch völlig ignoriert. Er sieht hier einfach nur 4 Quadranten, aber wenn man genau hinguckt, sind's 5, weil in der Mitte ist das Meer. Und wer das bekommt, hat natürlich die Möglichkeit, hier wahnsinnig viel abzubauen. Also wahnsinnig viel Idle. Also Idle Worker, glaube ich, dürfen wir in dieser Mod nicht zählen. Das, glaube ich, sieht nicht gut aus. Aber hier die Mühle natürlich. Mara muss natürlich auch ihre Prioritäten setzen. Hat nicht genug Ressourcen. Baut hier vielleicht darauf, viel früher oder später die Mühle zu bekommen. Aber wir sehen hier erstmal die Umstellung. Mara schlägt ihr Lager auf im Goldquadranten. Ich muss Häuser bauen, Mann! Donny im Nahrungsquadranten. Und Donny Was hast du schon für einen Pop? Über 3. Und Donny hat wie viel? 16 hat sie gerade. Ich habe keine Häuser gebaut. Mara hat 16, Donny bei 12. Also tatsächlich ein großer Unterschied. Du hast das bestimmt schon mal gespielt. Ich glaube, Donny hat hier momentan auch noch gar keine Holzeinkommen, währenddessen hier Maras Goldfrauen, also man trifft sich hier schön Junggesellenabschied am Goldfeld, beliebtes Ausflugsziel und ich glaube, sie greift hier direkt an. Wir sehen hier direkt und nein, sie greifen nicht an, sie kooperieren hier zusammen. Doch, sie kämpfen. Der erste Schlag ist gesetzt. Und die Frage ist, wie kann Donny zurückkehren? Jetzt Micro hier. Mara fokust wunderschön hier direkt ein, aber sie kämpft nicht direkt nur beim zweiten weiter. Der Fokus hier gut einer von Mara. Du hast Loom! Schon ziemlich down. Mara hat kein Doom. Weder Mara noch Donny hat Loom, aber in der Überzahl und somit Donnys Gold. Ich kann nicht wallen. Donny hat. Ich kann keine Kickwalls bauen. Ich hab kein Holz. Was ist das? Donny hat. Die lacht sich noch Goldeinkommen. Was soll denn der Scheiß? Donnys einziges Goldeinkommen ist hier in Maras Quadranten und das wird sie früher oder später merken und ihn wahrscheinlich verscheuchen. Das heißt, Mara hat hier absolut die Goldhoheit und jetzt sagt man sich, ich hab das verpeilt mit dem Holz. Wenn wir nicht das Gold hier einfach in dieses Lager reintun, wäre das nicht eine Möglichkeit? Können wir das nicht machen? Nein, das ist rot. Aber hier kommt es direkt daneben gebaut und momentan, Mara sieht hier auf jeden Fall solide aus mit einem guten Gameplan. Hier die Ich glaube, das ist der große Vorteil von Mara, dass sie sich vielleicht 30 Sekunden mehr Zeit genommen hat, zu überlegen, wie man auf dieser Map spielt. Das wird einfach ewig dauern jetzt. Warum? Ja. Weil ich kein Holz mehr habe und ich laufe jetzt mit denen halt ewig zum TC. Ja, Donny hat sich. Ich habe halt das TC nicht ans Holz gebaut. Warum denn nicht? Weiß ich nicht! Kennt ihr das nicht? Ja, ich doch auch nicht. Also, Donny hat sich hier tatsächlich ein bisschen verzettelt. Wir sehen. Ja, das wird schon passen. Ja, was weiß ich. Ich muss ja erstmal Erfahrung sammeln. 20 Holz bei Donny. 20 Holz, das wird eine Weile dauern. Baut der erstes Holzfällerlager. Oder bald der erstes Haus. Also, Donny erstmal komplett. Ich kann kein Haus bauen!
Und ich bin Haus. Ja, gut. Wir haben aber hier im Quadranten, wo Donny sich gerade festsetzt, noch ein paar Arbeiter von Mara. Ich muss jetzt alle umschiften hier auf. Währenddessen, also. Arsch der Welt. Momentan hat dieser Quadrant ist komplett in der Hand von Mara. Hier teilen sie sich das Gebäude noch ein bisschen. Mara geht hier auf Holz, noch nicht auf Stein. Während Donny hier auf Stein geht. Donny hat eine Menge Stein, schon 600 Stein, aber kein Holz. Und das ist natürlich ganz bitter, wenn er hier versucht zu arbeiten. Und er schickt hier mittlerweile seine gesamten Arbeiter nur auf Holz. Das ist und das ist wirklich quälend langsam. Während Mara hier wirklich eine gute Economy hat, hier Nahrung, Holz und Gold, alles zusammen. Also hier kann sie sich erstmal festfressen. Ich hätte jetzt Holz bauen sollen hier. Ich hab's halt nicht gescoutet gehabt. Ja, Donny hat sich für die Beeren entschieden. Hast du sonst Holz gebaut? Klar. Hast du die Brille? Ich hab's irgendwie verrafft. Ich dachte, weil ich habe Rehe und so. Ach. Also die Priorisierung hier von Donny suboptimal. Er hat sich für die Beeren entschieden. Und wir alle kennen das. Wir sind im Supermarkt und kaufen 10 Kilo Marmelade und sind zu Hause und denken sich, ich habe meine Wohnungsschlüssel verloren. Und dann hilft dir die Marmelade natürlich nicht aus mehr. Jetzt hat Donny Holz, baut hier ein Holzlager und schichtet jetzt wieder so ein bisschen um. Donny auf 18 Pop, währenddessen Mara auf 27, also 9 Pop mehr. Einige davon auch Schiffe, mit denen sie immer baut und sich die Marlins schnappt einfach. Hier ist alles dabei. Marlin, hier ist der Barsch dabei. Also tatsächlich Barsche gibt es in Age of Empires, lieber Marco. Kleine Anspielung, die ihr bald erst verstehen werdet. Währenddessen Donny noch ungestört kann er hier Gold abbauen. Wenn Mara das sieht, dann könnte sie Donny auch komplett von Gold abschneiden. Und somit hätte sie Gold komplett für sich. Momentan sieht sie das aber noch nicht. Aber ich denke, früher oder später. Es würde sich natürlich lohnen, hier auch mal das zu scouten. Hier hat sie ihn ja schon komplett verdrängt, ist bei 2. Aber hier ist er noch. Aber ich glaube, früher oder später wird es das werden. Er versucht sich hier an einem Wall. Also der präventive Wall, der sagt, Leute, ich fühle mich hier nicht sicher. Ich würde lieber morgens zur Arbeit gehen, wenn wir noch so einen kleinen Wall hätten, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde gerne so einen kleinen Wall bauen. Gut, bauen wir so einen Wall. Und jetzt sind sie hier auf jeden Fall sicher. Während Mara hier die Kaserne baut, also das sieht hier schon. Also ich kann die Gefahr verstehen. Also dass diese drei Menschen hier nicht den allzu angenehmsten Arbeitsweg haben, kann ich total verstehen. Währenddessen bin ich natürlich gespannt, was Mara hier hinten macht. Sie baut hier auch nochmal eine Mühle und geht auf Fisch, eine Nahrungsquelle, die Donny komplett versperrt bleibt hier noch, der überhaupt gar keine Ambitionen zeigt, hier auf Fisch zu gehen. Noch hier ein sehr skeptisch dreinblickendes Schaf, das nicht weiß, wie sein Lebensweg noch aussieht. Aber es verdingt sich erstmal hier als Scout. Weiterhin gespannt, Mara massiv vorne, was Punkte angeht. Und jetzt auch auf dem Weg in die Feudalzeit. Während Donny, na, da müssen wir doch nicht drüber reden. Also 800 Stein, 900 Gold, vielleicht wird sich hier früher oder später der Markt lohnen. Aber auch der ist erst in der Feudalzeit möglich. Wenn Mara hier irgendwann diese Goldzufuhr abschneidet, dann hat Donny wirklich ein Problem. Weil dann gehört Mara eigentlich fast alles. Weil wenn sie das Wasser kontrollieren kann, kann sie auch hier ein paar Schwertkämpfer runter machen. Dann kann sie das zerstören. Und dann ist Donny auf seinem Nahrungsquadranten eingebettet, dann macht er den großen Winterschlaf. Aber langfristig sieht das nicht gut aus und jetzt holt er sich hier die Früchte seiner Bestrebungen, holt sich hier das Schwein. Das hat er sich richtig verdient. Er verzichtet auf alles andere. Was ist denn hier los? Nein! Oh. Was? Nein! Was denn jetzt? Ich hab nicht... ich hab mit dem TC den Boar gekillt. Der Boar-Kill mit dem TC. Das läuft überhaupt nicht gut. Somit keine Nahrung für Donny hier. Er hat alles auf... Ich hab... was haben wir überhaupt für Völker? Wir haben Sarazenen bei Mara. Scheiße. Und Japaner bei Donny. Momentan hier Maras Armee tatsächlich noch eher passiv unterwegs. Und Donny ist natürlich ganz bitter. Er hat sich ganz für den Nahrungsquadranten entschieden. Und schmeißt jetzt... verdrückt und dann war der... Ich schmeiß jetzt auch noch die Nahrung über Bord, das ist natürlich ganz, ganz bitter. Währenddessen Mara, ich weiß nicht, ob das ein langfristiger Plan hier auch ist, sich durchzuhacken. Die Idee ist nicht schlecht, weil wenn sie das Wasser in der Mitte hat, kontrolliert sie eigentlich eh den Zugang zu allen Quadranten. Wohingegen Donny, ich weiß gar nicht, ob er hier einen Hafen bauen könnte. Ich glaube schon, aber ich meine... Hast du zwei Wildschweine geholt? Nee, interessant. Das wäre mein Vorteil gewesen, ich hatte zwei. Proxy? Währenddessen Mara immer noch nicht, hat hier die, sozusagen die Enklave entdeckt. Und Mara ist auf dem Weg zur Ritterzeit, holy shit. Währenddessen Donny noch nicht mal auf dem Weg zur Feudalzeit. Also das ist wirklich sehr, sehr einseitig hier bei der Stelle.
Und ich bin sehr gespannt, vielleicht sehen wir direkt noch ein zweites Spiel auf der Map. Ich bin gespannt, weil ich sehe nicht, wie Donny das hinbekommen soll. Mara fischt ihm ja alles weg. Auf jeden Fall auch auf der Seite. Marlin, das, da reibt Mara sich ihr Bäuchlein. Da kriegt sie gar nicht genug, Marlin. Das legt sie sich auf den Teller. Da kriegt sie nicht genug. Und währenddessen, sie ist mit allem versorgt, was sie will. Und jetzt auf dem Weg zur Ritterzeit. Und naja, hier bahnt sich natürlich Stress an. Das sehen wir alle. Aber Mara hat es noch nicht entdeckt. Sie weiß aber wahrscheinlich ungefähr, wo Donnys Lage momentan ist. Aber Donny hier massiv hinterher. Also das ist überhaupt gar kein Vergleich. Mara auf dem Weg zur Ritterzeit. Und wir können gerne, lieben gerne Donnys Gesicht Vollbild nehmen, wenn Mara gleich in die Ritterzeit kommt. Weil da, glaube ich, wird er einsehen, dass das hier sehr einseitig wird. Donny, 27 Pop. Mara 36, also so groß ist der Unterschied nicht, ne? Beide haben ja nur ein TC, aber jetzt in der Ritterzeit kann Mara natürlich da ein bisschen nachholen. Wir gucken mal, wie es bei ihr ressourcentechnisch aussieht. Gutes Holz, gar kein Stein. Also Stein hat sie sich dazu entschlossen, das einfach nicht abzubauen, obwohl sie es potenziell könnte, macht sie nicht, aber dafür hat sie hier den Marktplatz, also kann hier alles wunderbar umschichten, überhaupt kein Problem. Und jetzt kommt hier der Stall und es dauert nicht mehr allzu lange, dann ist sie hier gleich in der Ritterzeit. Allzu lange dauert es nicht mehr. Und jetzt einmal bitte Donny. Also hier ein gefasstes Aufnehmen hier von Donny, der mittlerweile aber total drin ist. Ne? Also man kennt das am Anfang des Spiels, da kommen Kommentare, da wird hier mal ein kleiner Gag, hier mal ein bisschen rumgejammert, kennt man. Mittlerweile ist er in the zone. Und Mara, sehr, sehr gute Idee, das Dorfzentrum hier zu bauen und somit die Quadranten auszubauen. Sie kann jetzt hier weitere Dorfbewohner bauen und sich hier langfristig festsetzen, währenddessen Donny noch weit, weit weg von der Ritterzeit und neuen TCs. Er steckt hier erstmal fest, baut jetzt hier einen Marktplatz und eine Schmiede. Auch er will fast Castle gehen. Oh, und hat abgezogen. Hat abgezogen. Donny zieht. Moment, was passiert hier? Er zieht seinen einzigen Goldzufluss ab und erkundet hier einfach. Er will vielleicht den Punktesieg, denkt vielleicht, okay, Spiel ist bald vorbei, meine Punkte sollen zumindest gut aussehen. Und scoutet hier nochmal. Er will jetzt Mara's Base hier erst scouten. Plant er denn einen Angriff? Plant er momentan einen Angriff? Wir haben nur die Schmiede, also das ist alles noch nicht zu aggressiv. Oh Mann. Aber jetzt auch auf dem Weg zur Ritterzeit. Du bist bestimmt schon auf Wasser, ne? Yep. Allerdings. Und er scoutet hier weiter. Dürfte bald. Oh, er baut hier einen Hafen. Tatsächlich auch alles sehr nah. Also wirklich die Ressourcenbeschaffung auch wirklich auf Messerschneide. Also Donny lebt wirklich gefährlich. Donny lebt wirklich gefährlich mit seiner Nahrungsbeschaffung. Ich glaube, da haben bestimmt ein paar von den Arbeitern auch gesagt: Muss es hier sein? Direkt neben dem Lager unseres Feindes? Ich meine, das Meer ist groß, aber nee, das muss schon da sein. Aber gut, ein Haus und ein Hafen. Also gerade noch Goldarbeiter. Und jetzt erkundet er gleich und sieht, dass vielleicht, naja, die Wohnungswahl nicht die beste war. Und er sieht hier, Moment, hier sind Felder, die können wir Oh, shit. Und Mara, ich weiß nicht, wittert sie hier einen Angriff? Was denkt sie sich? Ich glaube, sie hat das überhaupt gar nicht registriert. Weil hier wird gekämpft und hier sind Ritter übergesetzt. Das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Und jetzt Ritter in der Base von Donny. Er wallt ab, leider in die falsche Richtung. Ah, hat sie hier oben Stelle gebaut. Clever, habe ich nicht mitbekommen. Aber das macht sie gut. Und hier sind Ritter in der Base mit Defensiv-Upgrade. Und das sieht ganz, ganz schlecht aus für Donny, der momentan nur die einzelne Kaserne hat, wo jetzt gerade Speerkämpfer produziert werden. Aber hier, da wird einiges geknuspert. Der dritte Knight kommt nach. Der Wall gelingt, kann nie im Leben gelingen so schnell. Währenddessen der zweite Speerträger kommt. Mara hat aber schon ein offensives und ein defensives Upgrade. Also das wird auf jeden Fall ein Geschnetzel. Und auch hier auf der Base, Donnys Sekundarbase, sage ich mal, ist Mara jetzt aggressiv. Also von allen Seiten jetzt hier zwei Speerträger mit der Unterstützung des TCs können vielleicht diesen einen Ritter niederringen, wenn sie ihn zusammen angehen. Ja, können sie. Aber währenddessen natürlich Donnys ganze Base komplett im Chaos. Jetzt aber in der Ritterzeit. Frage ist, was er draus macht. Jetzt erstmal, aber die zwei Speerträger. Oh, Mara passt hier nicht auf, gibt hier nicht den Angriffsbefehl auf ihr Speerträger und verliert hier ihre beiden Ritter relativ unnötig. Aber der Palisadenwall 25, aber da kommt sie selbst nicht durch. Ich glaube, das ist an der Kante. Doch. Ich glaube, sie kommt durch, aber nichts kommt mehr durch. Währenddessen wird hier auch gekämpft, tatsächlich jetzt mit Schiffen hier von Mara, die wunderschön hier jeden Versuch von Donny unterdrückt, hier zu kämpfen. Währenddessen jetzt hier auch ein Tower von Donny
der aber von allen Seiten kaputt gemacht hat. Ein tapferer Handwerker, der wirklich seinem Namen alle Ehre macht und hier ganz vorsichtig zustande geht. Und der Turm wird langsam abgerissen. Ich glaube, das geht dann doch eher ins Negative. Mit zwei Rittern auf jeden Fall, da macht man gut Schaden. Aber jetzt die Ritter hier von Mara kommen immer weiter. Ein Kloster wird gebaut von Donny. Interessante Reaktion auf die Ritter, die momentan noch auf Angriffsbefehl warten. Mara ist ein bisschen abgelenkt. Das ist natürlich das Problem an dieser Map. Überall passiert was. Mara jetzt hier auch mit einem TC baut hier weiter aus, hat ihr altes Lager zurückgelassen. Und der Tower geht down und somit Donny hat keinen Zugang mehr zu Gold. Er hat keinen Zugang mehr. Er hat keinen einzigen Dorfbewohner mehr hier auf dem Goldquadranten. Der letzte stirbt hier und das war's. Kein Gold mehr für Donny. Auch hier, Donny hat nur noch... ich weiß nicht genau, was das hier für ein Werkarbeiterlager ist. Hat er schon komplett abgearbeitet? Ich glaube, es kann schon gar sein. Und wir hören das OW von Donny, der jetzt weiß, er ist komplett alleine. Er ist alleine und auch selbst hier ist er nicht alleine. Man könnte sogar fast sagen, dass das so halb Maras Base ist. Also Mara gehören 4,5 von 5 Feldern und Donny ein halber von 5. Mara gehört Wasser, Mara gehört beide Gold, Mara gehört das halb tatsächlich. Die lässt sie auch gnädigerweise noch lange leben. Ich glaube, das ignorieren beide, weil beide sich denken, Stein ist erstmal egal. Donny währenddessen mit 1000 Stein. Also die Burg könnte auf jeden Fall kommen von den Japanern. Und damit könnte er sich auf jeden Fall hier erwehren. Aber ich glaube, Donny weiß selber, dass er hier ein bisschen mehr... Ah, Mann, dieses Wasser, Alter. Ja, dass ihm das Wasser so... Das wird das Spiel entscheiden, wegen Wasser, glaube ich. Das Wasser so... Ja, ich weiß nicht, das jetzt wirklich spielentscheidend war. Aber auf jeden Fall Mara jetzt mit Pop 73 und Donny mit 32. Mehr als doppelt so viel. Sie hat hier die Mangel. Einzige, was ihm jetzt vielleicht kurzfristig noch helfen könnte, ist die Burg. Gibt's hier denn Reliquien? Ja, ich glaube, es gibt Reliquien, aber die wird hier auf jeden Fall... Das ist keine einfache... Das ist kein einfacher Auftrag hier für den Mönch. Aber ich glaube, er ist auf dem Weg, jetzt hier die Schafe zu bekehren. Interessante Herangehensweisen. Er versucht, das Schaf zu bekehren. Mal gucken, ob er es hinkriegt. Will er die Schiffe bekehren? Was geschieht hier? Will er die Einheiten heilen? Ich weiß nicht genau, was er hier macht, ehrlich gesagt. Oder will er einfach nur seinen Vorstoß decken hier, weil er vielleicht schon den Angriff der Ritter vermutet, die momentan hier hinten noch ein bisschen chillen. Aber mein Herr, das sind eine Menge Ritter und zwei Mangen dabei. Und hier Donny hier unterwegs? Ich weiß gar nicht, was er hier will, ehrlich gesagt. Also, ist das ein TC hier von Donny? Ja, ist ein TC an der Base. Und jetzt haben wir einen... Moment, war das gerade ein Klimpern? War das gerade eine Reliquie von Mara? Weiß gar nicht, habe ich hier gar nicht gesehen. Aber Mara lässt sich auch Zeit mit dem Angriff, aber dieser Angriff wird hart. Also drei Mangel, eine ganze Menge Ritter, nur zwei Mönche unterwegs, die ein bisschen verstreut sind. Und währenddessen... Also das könnte jetzt relativ schnell zu Ende gehen. Drei Mangel sind natürlich eine große Belastung und Mara natürlich die Economy. Das ist überhaupt gar nicht vergleichbar. Oh, aber jetzt, der Bekehrungsversuch hier, natürlich todesmutig. Oh, sie zieht zurück! Aber gut, ein Ritter hat sich kurz umgezogen, hat das rote Kleid angezogen und ist jetzt auf der anderen Seite und hier der Angriff. Wirklich ein kleiner Volksaufstand hier von der Kirche offenbart. Greift hier an die Mange, die könnte vielleicht mit ein bisschen Glück nach down gehen, aber Mara schießt hier wild um sich, hat hier den armen Mönch auch zu Tode gesteinigt und jetzt das Tor dürfte langsam fallen. Ich weiß nicht, was Donny da noch machen will. Könnte eine Burg bauen natürlich, aber das scheint ihm gerade der Sinn nicht danach zu sein. Er baut jetzt hier die Burg. Oh, die fiese über die Waldburg. Aber ob das Mara wirklich langfristig stört, ich weiß es nicht. Mara ist jetzt hier komplett in der Base. Ich glaube, ich reiß einfach das TC ab. Mit zwei Mangen in der Hinterhand. Die Burg. Interessante Wahl hier, die Offensivburg hier zu wählen. Aber Mara weicht ab. Interessant. Das TC geht down. Mara weiß, glaube ich, noch nichts von dem anderen TC hier. Ob das wirklich langfristig eine Lösung ist. Da bin ich mir nicht sicher. Das TC hat sie hier noch nicht gescoutet. Natürlich eine Map, die sich anbietet. Und Donny hier mit dem Sneak Attack von der Seite. Geht hier die beiden Mangen an. Ich weiß nicht, ob sie durchfällt. Die gibt Gas nochmal schön. Bringt volle PS hier auf die Holzräder. Aber sie geht trotzdem down. Und der eine, die beiden Hero Pikiniere können ja auch noch angreifen. Währenddessen aber die gesamte Economy von Donny, die hier einfach aufgerieben wird. Ohne eine Chance. GG von Donny. Schönes Spiel. Wir haben noch 15 Minuten, Freunde. Wie viel? 15.
Hey, wie viel. Ich muss erstmal gucken, was die hier alles überall hat. Ich kann Maps mit Wasser nicht. Das Wasser ist wieder das Ding gewesen. Das ist dann ja, der Knackpunkt. Und ich habe das CC halt verkackt. Das habe ich einfach. Hast du mit dem Bohr und TC. Aber ich hatte kurz ein Fenster, wo ich dachte, ich komme nicht wieder zurück gerade. Aber die Ritter. Burg oder was? Ja, und auch die Ritter. Ich wusste ja, was kommt. Ich habe ein paar Mönche gebaut und Pikeniere und so. Aber die Wirtschaft lief einfach nicht an. Ich konnte keine Upgrades so machen und so. Ja, es war eigentlich schon länger vorbei. Aber gut. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ich fand es interessant. Aber sehr schön souverän durchgespielt machen. Man hat gemerkt, du hattest einen Gameplan. Du hast dir Wasser geholt, die Goldseite geholt. Ja, allein schon das Wasser. Also, wenn du halt gar nicht auf Wasser gehst. Ja, das hat super gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben für noch eins. Wir können mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben noch 15 Minuten. Das hat jetzt 29 Minuten gedauert. Das ist wahrscheinlich eher schwierig. Wir können auch noch mal das mit. Ach nee, er wollte mir nicht mit dem Bill. Jetzt haben wir wieder die klassische 15 Minuten Zeit noch, aber das reicht nicht. Ich sag mal so, zum Ficken zu lang, zum Leben zu kurz, oder? Wir können ja noch ein Spiel starten und mal gucken, wie weit wir kommen. Wenn ihr wollt. Ich wollte schon immer mal den hier machen. Ah, ich leg mich einfach hin, Leute. Micro Wars wird gesagt. Ja. Micro Wars sagt, der Chat können wir gerne machen. Müsst ihr nur hosten. Nee, ich mache Micro-Wars nicht. Das ist so, das macht so keinen Bock zu spielen, finde ich immer. Das macht Bock zu kommentieren. Was sagt denn der Chat? PewDiePie, was? Wir haben jetzt nur hier in 15 Minuten nicht mehr so viele Möglichkeiten, andere Sachen zu machen. Ich mach den Bildschirm kaputt noch, scheiße. Faster Castle-Challenge sehe ich gerade im Chat. Aber ey, das ist mal ein Pullover-Design, ey. Das können wir im Shop anbieten. Hammer! Alter, ich will den haben, den Pulli so. Warte mal. Ich kann ja selber. Was will ich denn haben? So geile Ritter, die gerade meine Woodline zerstören? Ja, das schon. Alter, das sieht richtig. Komm, wir machen gut mal ein paar, aus. Dann können die Leute Screenshots machen. Das ist Motiv 1 für Merch. Das sieht gar nicht so schlecht auch aus mit dem Schwarzen. Okay, jetzt suche ich noch Motiv 2 für Wasserfans. Ja, ja. Die Marlin-Fans. Ey, Leute, ey, ohne Witz, wenn wir das in den Shop werfen okay. würden. Und jetzt, wir machen noch eins. Ey, es gibt ja auch Wüstenfans da draußen, ne? Klar, so Arabia-Fans. Ah, schön. Sehr schön. Das ist eine richtig schöne Stadt, wäre okay. natürlich auch. Und dann gut. eins noch, weil es Bock macht. Ey, es sieht einfach so geil. Ey, oh, ohne Scheiß, schlecht. Die sehen geil aus, die Sachen. Ja, die Schneepulli würde ich nehmen. Nee, bei Zalando tun die immer so, machen sie die Models. Die kratzen sich alle im Hals. Ja, und achten, die ja. irgendwie sehen die, machen die immer. Und dann so verträumt, ja. Nee, ich hab mal, man sagt ja, dass Models sollen immer so gucken, wie man guckt, wenn gerade einer gefurzt hat. Also es ist ungefähr so. Wirklich so. Das ist so ein alter Spruch aus der Modewelt. Weiß ich natürlich. Der Blick, den man macht, wenn man so kurz denkt, da hat doch gerade einer gefurzt. Dann Machst du da nicht irgendwie. Genau. Ich find's aber auch gut, dass im Pullover auch nee, unten noch. Ja, gut. So, das ist realistischer, muss ich sagen. Aber im allerersten Moment macht man wirklich so ein. Zeigt uns ihn! Ich find's auch gut, dass im Pullover unten noch so ein Interface ist. Ich will noch ein Motiv. Warte mal. Das Hauptmenü eigentlich. Einfach nur. Warum machen die denn da nicht alle so, Donny? Oh, zeig noch mal, wie man eigentlich machen sollte. Zeigt Mara gerade. Weiß ich nicht, verstehen die auch nicht. Ihr beiden Frechen. Warte, ich will noch eins mit Wald oder so. Aber das Blaue ist schon geil, weil der Pulli ist ja blau. Das ist ja das Verrückte. Okay, eins noch, komm. Hier so mit so einem Tümpel. Ich komm nicht klar, wie geil das aussieht. Es ist schon echt cool. Es macht schon was her. Das Gesicht machst du immer mit der Lippe so. Nein, gerade, warte. Oh, hast du gefurzt? Okay. Ja gut, das waren doch jetzt 10 Minuten, oder? Oder machen wir das Hauptmenü. Ich glaube, das Hauptmenü könnte auch gut funktionieren. Oh, warte, okay. Das werden bestimmt auch viele Leute. Oh ja, ist gut. Was? Warte, genau, ich weiß genau, was du meinst. Warte mal. Oh. Ja, aber dann muss ich eher so. Ey, die würden sowas von weggekauft werden. Ey, ich würde mir echt so ein Ding kaufen. Ey, das ist schon echt nicht schlecht. Zum Rücken auch. Ey, ich bin mit ihm hier. Hast du schon jemals hier auf Geschichte geklickt, Donny? Hast du dir schon mal was durchgelesen auf Geschichte? Ich kann es gerne mal vorlesen. Das ist natürlich, das ist zu viel. So, das ist too much. Da bist du zu sehr Fan. Das ist ja zu oft die Ecke gedacht. Richtiger Briten-Fan. So, und dann, ich glaube, beim Date oder so kommt das nicht gut an. Aber ich kann es gerne hier vorlesen. Die Briten. The Britons. 500 on. Following the withdrawal of the Roman legions to Gaul, more than France, around 400, the British Isles fell into a very dark period of several centuries, from which almost no written record survive, und so weiter. Gerade mittendrin gemerkt, dass das lame ist. Aber ich brauche ein Motiv brauche ich noch. Warte mal, ich habe eine Idee. Oder warte mal. Karten-Editor. Ich mache hier, pass auf.
Ich mal jetzt hier. Was ist das denn? Micromania? Nee, neu. Delete. Ja. Was? Brauche ich jetzt gerade nicht. Ich will jetzt ein neues machen. Ah, nee, fuck. Ich habe jetzt einfach das Szenario. Modify. Weil ich will ein Szenario machen, dann kann ich da reinschreiben ins Gras. Ja, dann mach doch Karten-Editor, neues Szenario. Create Szenario? Ja. Nee, das sind aber genau, Szenario. Okay, Create Szenario. Beim nächsten Mal, hä, warum ist MicroWars nicht okay, mehr okay, warte da? Mal, genau. Keine mal, Ahnung. Mal. Jetzt machen wir doch mal hier, ja. Wir machen das jetzt hier. Wir machen mit Paladin, Units. Das ist gelöscht. Ja, aber das sieht schon auch cool aus. Was ist denn unsere Lieblingseinheit von allen? So, Conquistadore. Okay, wir machen einen Pulli für Florentin. Warte mal. Bei C sind die ja dann nicht. Okay, Elite Conquistador ist da. Oh! Schleuderer. Der Chat sagt Schleuderer. Der Chat will Schleuderer jetzt. Und Elefanten. Jetzt mach doch mal ein schönes Muster doch nicht einfach alle so. Ich mach doch hier schon so. Okay, stimmt, warte. Neues Template. Aber dürften wir das solche T-Shirts verkaufen? Na, ich glaube nicht. Kriegen wir da mal Sollmecke ans Telefon? Du musst doch auch gucken, wo das da auf deinem. Ach, warte doch, ich bin schon dabei, ich check das. Okay, das N ist verkackt. Nee. Passt. Kong. Warte, ich vertraue mir. Schreibe den Designer doch nicht, kommt jetzt hier das raus. Das Wort Kongs, oder was? Ja. Wow. Das ist schon sehr milder. Es gibt Kongs. So Shirts übrigens schon, sagt Nilam im Chat. Oh, ja, was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Oh, scheiße, wie lösche ich jetzt eine Einheit? Auch schon wieder gemacht. Aber es war gut eingeschätzt hier mit dem, Delete Unit, warte, Delete, so. Wäre das der Moment, wo Marco zum ersten Mal einschaltet? Was machen die denn? Die machen bestimmt was passiert? Das ist der Kongs-Pulli, Leute. Oh ja. Kongs. Aber tatsächlich, wenn ihr mal auf meinen Bildschirm schneiden könnt. Warte mal, machen wir gleich. Tatsächlich, guck mal hier. Ach, aber da kannst du ja jeden Scheiß. Wir machen das geiler. Kann man mal, liebe Regie, guck mal, wenn wir mal abfangen hier kurz, kann man das jetzt nicht ranzoomen? Zoom doch mal richtig geil ran an diesen. Ich will den nochmal seitlich haben. Genau. Kann man da jetzt nicht so hier ranzoomen, so ganz nah? An den einen Conquistador, der jetzt hier in der Mitte vom Bildschirm ist. Ich lass mal jetzt stehen. Das müsste doch gehen, oder? Ganz nah ins Spiel. Es geht nicht, oder was? Ach so, scheiße. Okay, dann. Ja, scheiße. Aber Viper hat die Idee schon geklaut. Das ist ihr Viper-Shop. Ja, genau. Viper hat die auch schon. Unmöglich, ist ja kein Wasser. Okay, na ja, gut. Das macht aber irgendwie Bock. Wir müssen noch mal irgendwas mit dem Editor machen. Soll ich das mal Moin Moin oder so machen? Was denn? Aber wir müssen noch mal irgendwas mit dem Editor machen. Kannst du mal eine Map bauen im Editor, Donny? Ja, würde ich gern machen. Guck mal hier. Ah, jetzt geht's. Ah, jetzt geht's. Okay, welche Einheit wollen wir? Ich bin Paladin. Das ist einfach das Coolste. Warte mal, okay, wo ist denn da? Nee, aber der muss seitlich zu sehen sein. Warte mal, Units. Okay, ich bin ganz aufgeregt. Oder ein Cutterfakt. Auch geil. Oh ja. Oder so ein Elefant einfach auch mal. Der ist auch cool. Okay, jetzt den Elefanten mal ganz nah. Das ist der Hammer. Das ist doch ein geiler Pulli. So, ja, nicht ganz so nah. Bisschen zurück noch. War schon zu nah. So, ja, und stopp. Das ist schon ziemlich cool, ja. Das ist ja nicht schlecht. Hey Baby, ich hab gehört. Warte, so, und dann, hey Baby, ich hab gehört, du magst Elefanten. Warum sie Hand? Okay, gut. Ein Relic, oh, ein Relic ist auch gut, habe ich gerade im Chat gesehen. Komm, wir machen ein Relic noch, das ist doch richtig nerdig. Ey, ganz ehrlich, ich würde einen Pulli mit einem Relic würde ich tragen. Finde ich irgendwie geil. Ich glaube, Relic ist eher was für die Kappe. Einfach so ein kleines, kleinformatiges. Ja, aber ist das dann Priestershirt, Wololo. Oh, das ist Gaia, glaube ich, ne? Sind aber dann. Da musst du bei Triggers, Spieler auf Gaia gehen. Message. Terrain, Map. Hm. Du musst bei Spieler auf Gaia gehen. Warum? Weil da die ganzen neutralen Sachen sind. Ich glaube, da ist auch Relic dabei. Tja, die man seine Jugend damit verbracht, lauter Bullshit auf Editor-Relic zu bauen. Priest. Aber so ein Priester ist auch geil. Guck mal, das sieht aus wie Jesus. Aber was ist ein anderes denn Terrain. Für ein Priester? Warte mal, die Farbe gefällt mir nicht. Wie kann ich denn hier das jetzt hier im Elevation? Nee. Map? Nee. Map. Ah ja. Water. Medium. Nee, ich will hier, was ist das? So hier? Haben wir früher immer Age of Empires gespielt mit dem Freundeskreis. Irgendeine Map genommen. Wir haben jedem Spieler nochmal 10 Reliquien dazugegeben und haben dann mit der Map gespielt, damit jeder von Anfang an 10 Reliquien hat und wir unendlich viel Gold haben. Boah! Ist das ein gutes Muster erstmal? Ein Grundmuster? Ist das Grundmuster gut so? Ja! Na, vielleicht noch ein lieber. Aus einer Krankheit. Wie eine Krankheit? Ja, guck doch mal.
Was für Krankheiten hast du denn? Was ist denn eine gute Grundfarbe, weißt du, wo wir den Mönche oder was auch immer drauflegen? Was ist denn so eine coole Berlin-Mitte-Farbe? Halt, ja, ja. So eine Berlin, lass mal kurz, das war gut. So Berlin-Mitte? Boah! Hawaii, das du? Sieht schon so cool aus, ja. Warte, okay, eins noch. Und da ist die Reliquie rein. Das ist gut für Berlin. Schnee. Ja, das Schnee. Das, ey, das sieht gut so, aus. So, das sieht gut aus. Und jetzt gehen wir jetzt welche einer. Jetzt Relic. Ein Relic, okay, weiß, aber ich hab's nicht gefunden, das Relic. Was hast du denn noch? Nicht unter Gaia-Einheiten. Nee, gibt's nicht. Bäume? Bäume? Rehe? Einfach nur ein Baum. Einfach ein Reh? Ein Reh finde ich auch nicht schlecht. Oder ein Bohr halt. Ein Bohr, ein Javelina-Pulli. Oh, ein Javelina-Pulli. Okay, wir machen Javelina-Pulli. Heißen die hier jetzt auch Javelinas? Nee. Ja, wahrscheinlich nicht. B, Bohr. Die heißen ja auch nicht. Heißen die Bohr überhaupt? Javelina. Ja. Kau. Ja, Kuh-Pulli. Wenn man Javelinas haben kann, dann will man keine Kuh. Kann man da jetzt mal nah ran? An die nee, Kuh ist scheiße. Komm, scheiß doch nicht daran. Warte mal, Digga. Blip, 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 blip. Okay, eins noch. Ich könnte das halt echt ewig machen, aber ich glaube, ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt für irgendjemand interessant ist. Hier, okay, einen letzten noch. Okay, worauf einigen wir jetzt? Auf den weißen Pulli. In Gebetto? Hey, ist uncool, ne? Adder! Hier unten steht Adder. Die Relikte ist bestimmt Otter? Hier. Ja, unter genau. Sonstige. Ja. Genau, Relic. Spieler, Gaia, Einheiten, Sonstige. Genau, Gaia, Einheiten bin ich drin. Oh, Heroes ist auch geil, so ein William Wallace. Eine schöne Burg drauf. Oh, eine Burg finde ich auch nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlecht. Ist es dann. Ey, wir könnten uns nie auf eine Burg. Design. Komm, wir machen eine Burg. Wir machen eine Burg. Oh, hallöch. Wow. Wir könnten uns nie auf ein Design einigen, glaube ich. Das Weltwunder! Was ist eigentlich das Weltwunder der Briten? Oh nein. Ey, das sieht cool aus. Das sieht nicht gut aus. Denn? Das ist wahrscheinlich von den Römern, aber kannst du Grid ausmachen? Warte mal, Delayed. Nee, Grid habe ich ja als Mod drin. Okay, aber ich will ein Relic einmal schnell, bevor es zu Ende ist. Das kann doch nicht sein, dass es doch ist sonstige. Nicht. Also Spieler, ja, bin ich schon. Und da, aber ich finde hier keins. Da steht nicht Relic. Also bei mir steht Reliquie. Ich habe es halt auf Deutsch. Aber Spieler, Gaia, Einheiten, sonstiges. Ach so, Gaia. Okay, alles recht. Spieler, Gaia, Lol. Sonstiges. Lul. Okay, ich hab's. Otter. Reliquie. R. Relic, ja. Da ist er doch. Das ist schon cool. Okay, stopp, das reicht. Also dieses Weiß auf Weiß sieht gar nicht schlecht aus. Ey, ganz ehrlich, ey, ohne Spaß und ohne Übertreibung, ich würde damit rumlaufen. Ja, das ist auch so ein geiler, das ist wie wenn du, wie Busfahrer sich grüßen, wenn du eine andere Age of Empires Spieler in der echten Welt siehst, dann gibt's so ein Ja, oder Donny, du siehst dann eine Frau mit dem Pulli, die hat den Mönch drauf. Und du siehst, wow, ja, hol mich, wir passen That's zusammen. It. Hol mich ran. Aber da kommt einer mit so einem Scout-Pulli. Ey, oh, wir Gott. Machen die ganze Modelinie, ey, das wird groß. Oh, das wird groß. Mann, ey. Für die Gamescom. Ach gut, das ist doch ein guter Abschluss. Real Life Age of Empires Spiel. Ey, das war doch eine geile sturmfreie Folge, Mann. Sturmfrei ist sturmfrei. Ey, sturmfrei, wir können machen, was wir wollen. Nächste Woche ist Marco wieder da und diktiert wieder. Mhm. Bis dahin wünschen wir euch einen fantastischen Abend und ganz viel Spaß. Ihr könnt Game 2 und danach sehen, seht, auch seht ihr noch ein Almost Playly mit Gregor, Tobi Escher, Eddie und mir. Das ist fantastisch. Bleib jetzt erstmal dran. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.